Porträt, Dr. Alexander Gauland, Dr. Gottfried Curio sowie natürlich auch von Ihrem Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz freuen. Im Anschluss daran haben Sie dann auch noch die Gelegenheit, Ihre Direktkandidaten hier vor Ort genauer kennenzulernen. Dazu werden Ihnen nachher der Lars Hünig, der vielleicht einigen schon bekannt ist, und auch der Herr Axel Brösicke hier gerne vorstellen, den Tag nutzen, um Ihre Fragen zu beantworten, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und auch für Ihr leibliches Wohl ist heute natürlich gesorgt. Sie haben es bestimmt schon gesehen, wir haben dort hinten Getränkewagen und auch Bratwurst. Also kommt heute nicht zu kurz und auch unsere kleinen Gäste werden heute gut hier unterhalten. Für die haben wir hinten betreut von der jungen Alternative ein Stand vom Kinderschminken, eine Hüpfburg, Zuckerwasser und alles, was das Herz der kleinen und der jungen Gäste heute hier begehrt. Und auch ich möchte mich jetzt noch kurz vorstellen. Mein Name ist Lisa Lehmann und ich darf Sie heute durch diese Veranstaltung geleiten. Unser erster Redner, der sich schon mal bereit machen kann, ist Mitglied des Landesvorstandes der AfD hier in Brandenburg und er engagiert sich zudem auch tatkräftig im Mittelstandsforum unserer Partei. Seit 2017 vertritt er nun auch die Ziele und Forderungen der AfD im Deutschen Bundestag. Ich freue mich, Steffen Kotré begrüßen zu dürfen. Danke. Ja, danke. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Steffen Kotré, mein Name. Ich darf für die Brandenburger AfD hier im Deutschen Bundestag sein, das schon seit 2 Jahren. Die AfD ist im Deutschen Bundestag angekommen und die AfD macht dort gute Politik. Wir haben in 2 Jahren Schritt für Schritt unser Programm bearbeitet. Das, was wir in unserem Wahlprogramm drin haben, das setzen wir Schritt für Schritt im Deutschen Bundestag um. Und wenn die Vertreter der Altparteien dachten, die haben mit uns leichtes Spiel, dann haben sie sich da geschnitten, denn wir mischen den Deutschen Bundestag auf, wir bringen die Themen ins Spiel und wir sind diejenigen auch, die die Debatten beleben. Darüber hinaus sprechen wir natürlich die Dinge an, die Jahrzehnte nicht mehr angesprochen worden sind und schon allein das ist ein Erfolg und schon allein das macht mich froh, dass wir die AfD auch im Deutschen Bundestag haben. Aber, liebe Freunde, wir leben leider in irren Zeiten. Das Lied von Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht, hat sich, glaube ich, politisch gesehen bestätigt. Ich habe das Gefühl, wir haben hier Kinder an der Macht, Kinder in der Regierung, die Lust haben, unser Gemeinwesen Schritt für Schritt zu zerstören. Leider muss ich das so konstatieren. Wir sehen, dass unsere Sozialsysteme überlastet werden. Wir sehen, dass die Renten nicht mehr sicher sind. Wir haben eine Regierung, die uns die Autos wegnehmen wollen. Das klingt erstmal, ja, vielleicht etwas scharf formuliert, aber wenn Sie mal genau zuhören, dann wissen Sie, was geschlagen hat. Ja, es gibt die linksgrünen Politiker und auch diejenigen in der Regierung von SPD, CDU, die uns den Autoverkehr, den individualen Autoverkehr vermiesen wollen. Sie kennen alle das Diesel-Bashing, aber wenn Sie zum Beispiel in der letzten Woche, in dieser Woche Inforadio gehört haben, dann ist dort einmal pro Tag ein sogenannter Experte, der uns erklären will, wie schädlich der Individualverkehr in Berlin ist. Und das sind alles Auswüchse einer verfehlten Politik. Und diese verfehlte Politik ist ja einfach gekennzeichnet dadurch, deutschlandweit, dass deutsche Interessen in unserem Staat nicht mehr genügend wahrgenommen werden. Also wir erleben es auch im Deutschen Bundestag. Wenn dort eigentlich deutsche Interessen debattiert werden, dann sprechen die Altparteien von Europa. Ich sage immer so, die Vertreter der Altparteien sind Europa besoffen. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Europa kann alles kosten. Da werden weder Kosten noch Mühe gescheut. Und dann kommen immer so 2 Begründungen, warum wir Europa brauchen würden. Und wenn die Altparteien Europa sagen, dann meinen sie natürlich das Konstrukt EU. Und nun unterschied man uns immer, dass wir europafeindlich wären. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir vertreten die europäische Idee, nämlich die Idee eines Europas der Vaterländer.
Nur in einem Nationalstaat können wir unsere Interessen vertreten und sollen auch unsere Interessen vertreten. Dafür stehen wir. Aber wenn die Altparteien von Europa sprechen, dann meinen sie diese verkrustete EU, wo wir Gelder hinüberweisen, von denen wir wissen, dass sie nicht sinnvoll angelegt sind. Sie wissen, wir zahlen viel zu viel ein und sie wissen auch, dass dieses Europa hier uns bürokratisch völlig überladen hat und uns hier die Entscheidungen wegnimmt, die wir gerne hier selber treffen wollen würden. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir sehen Zeiten, in denen Schritt für Schritt unser Gemeinwesen zerstört wird, dann ist das also nicht nur im Individualverkehr, sondern dann ist es der Staat insgesamt. Ja, wir müssen leider feststellen, dass die Altparteien den Staat Schritt für Schritt auflösen wollen. Und es gibt nur eine Kraft und das ist eben die AfD, die sich dem entgegenstellt. Und das beste Beispiel ist, dass dieser Staat die Grenzen nicht mehr schützt. Die Grenzen sind offen und zu uns kommen Menschen und die wandern direkt in unsere Wirtschaftssysteme ein und lange halten wir das nicht mehr durch. Denn was hier passiert, das ist Migration. Das hat wenig mit Asyl zu tun, das hat wenig damit zu tun, dass wir hier Menschen, die verfolgt sind, helfen. Die gibt es, denen geben wir gerne Schutz, aber wir sehen, was hier abläuft im großen Stil, das ist eine Migration in unsere Sozialsysteme. Und das sehen Sie auch schon daran, dass nicht abgeschoben wird. Es wird ja niemand mehr hier abgeschoben. Wer hier reinkommt, bleibt hier drin. Wir haben etwa, schätze ich mal, ja, irgendwas um 1 bis 2 Millionen ausreisepflichtige Menschen und die bleiben trotzdem hier. Und wir werden es nicht schaffen, diesen Menschen eine Heimat zu geben, weil wir nicht die Kapazitäten haben. Es gibt Statistiken zum Beispiel in England, dass also Migranten auch in der 4. Generation immer noch Nettoempfänger vom Staat sind, unterm Strich und durchschnittlich. Daran können wir erkennen, dass wir das, was hier gerade passiert, gar nicht stemmen können. Und dann kommen immer Linksgrüne um die Ecke und sagen, naja, das wäre jetzt unmenschlich, wenn wir die Menschen nicht aufnehmen würden. Aber was ist denn daran menschlich, wenn wir die Menschen aus ihrem Kulturkreis reißen? Wenn wir die Menschen zu uns herholen, hierher holen, die sich niemals bei uns richtig integrieren können. Und wir sehen es ja auch schon, dass wir Parallelgesellschaften haben, die wir immer noch nicht aufgelöst haben, die sich schon seit Jahrzehnten hier bei uns gebildet haben und wo der Staat das einfach so gewähren lässt. Und da sagen wir von der AfD, nein, wir wollen keine Parallelgesellschaften hier in Deutschland. Wir wollen die deutsche Leitkultur. Und ja, das ist eigentlich eine Mindestforderung. Die AfD steht dafür, die AfD steht auch für Identität. Also mit diesem Wort habe ich bestimmt vor 10 Jahren noch nichts anfangen können. Aber als ich mir mal überlegte, was hier alles schief läuft, dann bin ich automatisch auf dieses Wort gestoßen. Identität, Identität des deutschen Volkes. Das bedeutet, dass wir hier in Deutschland unsere Traditionen leben können, dass wir hier unsere Werte auch leben können, dass wir hier unseren Rechtsstaat erhalten. Aber Sie sehen, wir müssen leider heute wieder den Schutz der Identität einklagen, weil er nämlich nicht mehr von der Regierung geschützt wird. Und wenn jetzt irgendjemand daherkommt und sagt, das wäre irgendwie rechts oder so, dann muss ich ihn daran erinnern, das hat auch schon das Bundesverfassungsgericht festgestellt, 1988, die Regierung muss die Identität des deutschen Volkes schützen und nichts anderes fordern wir. Und dann sind wir hier keine Rechten, Rechtspopulismus, Populisten oder wie auch immer. Nein, wir sind dann Verfechter des Rechtsstaates. Und die AfD will den Rechtsstaat auch erhalten. Denn was hier passiert, ist ein schrittweiser Abbau des Rechtsstaates und dem stellen wir uns entgegen. Wenn wir also Grenzkontrollen fordern, und wenn wir fordern, dass hier die Einwanderung in die Sozialsysteme zu unterbleiben hat, dann ist das nichts anderes als Rechtsstaatlichkeit. Und wenn wir sagen, dass wir hier in unseren Moscheen durchaus die Predigten auf Deutsch hören wollen, das heißt, ich möchte sie nicht hören, aber die Muslime, die hier bei uns leben, die dürfen durchaus ihre Religion hier leben.
Aber die Religionsfreiheit wird missbraucht. Im Deutschen Bundestag hören wir ständig immer wieder, dass wir die Religionsfreiheit missachten würden. Aber das ist Quatsch. Schauen Sie sich mal bitte an, was das ist, die Religionsfreiheit. Niemand darf wegen seiner Religion diskriminiert werden. Aber hier in diesem Staate werden einige hofiert. Hier in diesem Staate habe ich manchmal den Eindruck, dass der Islam hofiert wird. Aber das ist nicht richtig. Es darf niemand diskriminiert werden, ja, aber daraus kann er auch keine Handlung ableiten. Wenn also, wie zum Beispiel vor 2 Jahren geschehen, die Muslime auf der Straße beten, dann können wir durchaus sagen, nein, das wollen wir nicht. Denn dahinter steckt eine Machtdemonstration der Muslime hier in diesem Land und das wollen wir so nicht. Und deswegen sind wir noch lange keine Rechten, nein, deswegen sind wir konservativ. Und wir wollen den Zustand wieder haben in Deutschland, wie er zum Beispiel vor 30 Jahren gang und gäbe war. Identität, darüber hatte ich gerade gesprochen. Rechtsstaatlichkeit, natürlich. Dann wollen wir aber auch einen zwar schlanken, aber starken Staat. Wir sehen jetzt, dass sich der Staat auf der Nase rumtanzen lässt. Gerade gestern wieder ein Beispiel gehört. Da will ein Busfahrer in Berlin Ordnung schaffen in seinem Bus. Er muss dazu Pfefferspray einsetzen. Und dann wird dieser von seinen Vorgesetzten noch im Stich gelassen. Er hätte wohl falsch reagiert, nicht angemessen reagiert. Aber jeder, der sich diese Szene vorstellt, der weiß, was eigentlich davor passiert ist. Und ja, da sage ich nur, der Staat lässt unsere Bürger im Stich. Oder nehmen Sie die Polizisten, die aushalten müssen. Die aushalten müssen, dass sie beschimpft werden und dass sie zum Teil krankenhausreif geschlagen werden, dürfen sich nicht wehren. Und da sage ich, nein, das geht so nicht. Die AfD wird auch hier wieder für Recht und Ordnung sorgen. Und ja, im Deutschen Bundestag, wie schon gesagt, wir arbeiten Schritt für Schritt unser Programm ab. Aber wie Sie auch wissen, wir sind in der Opposition. Wir können also keines unserer politischen Forderungen durchsetzen. Und wenn wir dann eine politische Forderung stellen, dann werden wir gleich als Hetzer dargestellt und erschreckenderweise auch von denjenigen, von denen man es nicht erwartet, also bis rein in die ehemals konservativen Parteien hinein, wird dagegen uns gehetzt, anstatt mit uns zu diskutieren, oftmals. Und wir haben aber die Geduld. Wir wissen, dass wir stärker werden und die Altparteien immer schwächer. Wir müssen einfach nur diese Geduld aufbringen und Schritt für Schritt unsere Agenda umsetzen, an unseren Themen festhalten, einig und zusammenstehen und dann werden wir auch Erfolg haben. Dann werden wir dieses Land auch dereinst verändern. Wende 2.0. Wir holen uns unser Land zurück. Vielen Dank. Thank you.
lebte erfolgreich Mathematik, Physik, Musik und auch Kirchenmusik und besitzt damit vermutlich mehr abgeschlossene Studiengänge als manche seiner Altparteienkollegen im Bundestag zusammen. Ich übergebe jetzt das Wort und freue mich auf einen Redebeitrag von Dr. Gottfried Curio. Ja, guten Tag, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen im Lande Brandenburg, in der Stadt Brandenburg. Ich komme geradewegs aus Berlin, eine ganz kurze Strecke ist das nur. Das ist ja das Schöne an dieser Nachbarschaft. Wo immer man Berlin verlässt, in jeder Himmelsrichtung, man ist immer gleich zu Hause im Lande Brandenburg. Und mein Großvater war ein begeistertes Kind dieser Stadt hier und schwärmte lebenslang vom ehrwürdigen Brandenburger Dom. Offenbar nur versehentlich wurde der Enkel dann nach Berlin verschlagen, aber er freut sich jetzt hier zu sein. Guten Tag, Brandenburg! Man nennt ja unsere östlichen Länder die neuen Bundesländer. Ich glaube, das ist kein gutes Wort. Es ist ein ganz falsches. Hier im Lande Brandenburg, da schlug das Herz etwa des altehrwürdigen Preußen. Hier entstand vor anderthalb Jahrhunderten erneut die politische Einheit Deutschlands, erst vor 30 Jahren wiedererlangt. Brandenburg ist nicht neu, meine Damen und Herren. Es ist eine politische Urlandschaft unseres deutschen Vaterlands, was jetzt wieder eine historische Aufgabe vor sich hat. Und da erinnern wir uns nicht nur an die preußischen Tugenden, die Deutschland doch an vielen Stellen wieder ein wenig mehr vertragen kann. Nein, wir haben auch in vielen unserer Länder zahlreiche Städten, etwa des Weltkulturerbes, auch in Brandenburg. Aber welchem Land wurde ein Denkmal seiner Menschlichkeit in der Weltliteratur gesetzt? Einst kannten ihn alle Schüler in Deutschland den segenspendenden Birnbaum im Havelland, Geschenk eines großen Dichters ihres Landes, der Brandenburg liebte und der einen bescheidenen Ort dieses Landes ins Licht hob als einen Hort der menschlichen Wärme und immerwährender sozialer Verantwortung. Kämpfen wir auch dafür, liebe Brandenburger Freunde, dass auch künftige Generationen noch dieses Zeugnis ihrer Heimat lesen, lieben und bewahren werden. Fontanes Gedicht von Ribbecks Birnbaum im Havelland. Das ist ein Stück Kulturgut. Aber lassen Sie uns einen Blick werfen, was dieser Tage los ist, die Charakterblüten der Merkel-Regierung, dass eine AKK, die das ganz bestimmt nie wollte und sich dann doch über Nacht am Kabinettstisch wiederfindet, ein Finanzminister Scholz, der das ganz bestimmt nie wollte und nun doch das Männchen eines Kandidatenpärchens sein will. Und eine AKK, die einen Herrn Maaßen aus der Partei verstoßen will, das dann aber doch lieber nicht gemeint haben will und damit dann offenbart, dass sie gar nicht mal mehr weiß, was in der Flasche mit dem Aufkleber CDU eigentlich mal drin war. Und auch ein Scholz, der die schwarze Null übrigens leider nur durch Verluste von uns Sparern erkauft, ganz bestimmt nie opfern wollte, aber nun plötzlich doch will für nicht finanzierbare SPD-Versprechen, für klimaökologische Wahnvorstellungen im 100-Milliarden-Bereich der Grünen-Lobby, immer her mit den neuen Schulden. Meine Damen und Herren, hat Deutschland solche Machthabenden verdient, Taumelnde im Blindflug? Sie gehören abgewählt. Und ich sage Ihnen, wenn AKK anfügt beim Fall Maaßen, ich zitiere, es müsse klar sein, dass nicht versucht wird, eine Partei grundlegend zu verändern, so AKK über Maaßen, dann sollte es wohl vielleicht in der CDU ein Parteiausschluss gegen Merkel, Altmaier, von der Leyen, Laschet, Günther und vor allem auch gegen AKK selbst geben. Das wäre wohl angezeigt. Und meine Damen und Herren, die Entwicklung des Klimas mag ja ungewiss sein, gar erst der genaue menschliche Einfluss. Die Reaktion der Politik hierauf mehr als fragwürdig. Hingegen die Migrationskatastrophe, die ist gewiss und die Politik fördert sie auch noch bewusst. Wir sollen nach dem Willen der Mainstream-Heiligen Carola Rakete, der Oberaktivistin des Schlepperkartells, immer unterwegs mit ihrem eigenen Fernsehteam für ihre Reality-TV, nicht nur eine 500.000 afrikanischer Migranten aus Libyen, die da angeblich warten, importieren, sondern auch noch die neu erfundenen Klimaflüchtlinge. Klimaflüchtlinge?
Was ist denn das? Ich denke, wir haben in Deutschland so ein schlechtes Klima, dass hier reihenweise die Städte auch hier den Klimanotstand ausrufen müssen. Was wollen die denn dann hier? Marsch ab nach Afrika, da fahren viel weniger Diesel. Aber jetzt wissen wir, wofür Frau Rakete diese Pseudo-Rettungsshow samt Hafenpiraterie und TV-Aufgebot inszenierte. Kaum aus dem Urlaub zurück fordert Merkel, die Mittelmeerroute zum staatlich geschützten Wanderweg zu machen. Über die ganz Afrika tockenden Fußes nach Europa, sprich nach Deutschland, illegal einreisen kann. Millionen warten da drauf. Und das, obwohl die Balkanroute mit zig Zehntausenden längst nicht mehr dicht ist. Wir haben die Berichte, dass da gerade Zehntausende unterwegs sind. Und das, obwohl auf 100 aufgegriffene Bootsmigranten im Mittelmeer über 1000 kommen, die illegal anlanden mit privaten Booten. Das alles zeigt der globale Migrationspakt. Der wurde nicht nur von Deutschland initiiert und unterzeichnet. Er wird bereits vollstreckt. Global Compact marschiert. Wir brauchen jetzt alle politische Kraft, das zu stoppen, meine Damen und Herren. Aber da haben wir dann einen Bundespräsidenten, Herrn Steinmeier, der sich jetzt sogar amtsmissbräuchlich in den Wahlkampf einmischt. Er wagt es, das heutige legitime Verlangen nach sicheren Grenzen als Abschottung, als Nationalismus zu verleumden. Mehr noch, er will sprachmissbräuchlich vertuschen, dass die Grenzöffnung von innen nach außen für die bis 89 eingesperrten Menschen der ehemaligen DDR etwas ganz anderes war und ist als die Grenzöffnung von außen nach innen für Massen illegaler Zuwanderer seit 2015, was er dann weltoffen nennt. Wenn irgendetwas eine perfide Verdrehung, so sein Wort, ist, dann das, Herr Steinmeier. Wir dürfen ja, wir müssen uns fragen, wessen Freund, ja wessen Bundespräsident ist dieser Herr eigentlich, meine Damen und Herren? Es kann doch nicht sein, dass so unsere deutschen Interessen vertreten werden. Gerade die Bürger der ehemaligen DDR, sie träumten vom Aufbruch in ein freies Deutschland und wachen auf in einer Zwangsjacke namens EU. Das haben wir uns darunter nicht vorgestellt. Unser ganzes deutsches Vaterland geht es, die ganze große Heimat, das Land, von dem Merkel sagte, dass es dann wohl nicht ihr Land sei. Und ich denke, es war auch nie ihr Land. Sie hat diesem Land seinem inneren Frieden, seinem Wohlstand, dem Vermögen der Bürger immerwährenden Schaden zugefügt, seine Selbstbestimmung verschenkt, seine Grenzen faktisch annulliert, sein Staatsgebiet der ganzen Welt preisgegeben, sein Staatsvolk finanziell beraubt, durch europäische Verträge, durch globale Pakte entrechtet. Vor allem hat sie unsere Zukunft, die Zukunft Deutschlands auf dem Gewissen, denn die Saat der wilden Migration, zu der sie ihr freundliches Gesicht zeigte, diese Saat geht im Innern auf in einem wachsenden Notstand von Recht, von Ordnung, ja auch von der Bildung unserer Kinder. Nicht eine heutige Exzellenz unserer Universitäten, sondern das Elend unserer Schulen ist doch Deutschlands Zukunft, meine Damen und Herren. Merkel macht Deutschlands zum Entwicklungsland, bald, ab jetzt. Es sind Verhältnisse in den Klassenzimmern, wo überhaupt nicht mehr richtig unterrichtet werden kann. Dem gilt es gegenzusteuern mit aller Kraft. Dafür bitten wir Sie um Ihre Stimme. Meine Damen und Herren, wir haben furchtbare Tage hinter uns. Der Bahngleismord in Förde, verübt von einem vielfach vorbestraften, nicht aufenthaltsberechtigten Kosovo-Serben, wie viele kriminelle Migranten mit Migrationshintergrund vom schwer arbeitenden deutschen Steuerzahler rundum großzügig versorgt. Die Ermordung des kleinen Jungen auf dem Frankfurter Hauptbahnhof, die Abschlachtung mit einem Schwert in Stuttgart durch einen Scheinsyrer, ein 2015er Flüchtling. All diese Dinge. In Dortmund metzelt ein Afghane seine Ehefrau, Mutter zweier Kinder, mit 70 Messerstichen nieder, entsorgt die Leiche in einem Koffer. Statt endlich mal Konsequenzen zu ziehen, effektive Grenzkontrollen, Aufstockung der Polizei, Ausweisung krimineller Migranten, da meldet sich der Innenminister und schwadroniert, die eigentliche Gefahr sei Hetze von rechts. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Land, das so fahrlässig mit der Sicherheit seiner Bürger umgeht. Ich frage mich, wie viele Opfer muss es noch geben, bis etwas geschieht? Deutschlands Schicksal liegt in den Händen der Wähler der AfD, meine Damen und Herren. Denn Sicherheit am Bahnsteig, bitte, die beginnt doch mit Sicherheit an der Grenze.
Wir brauchen keine Städte, die sich zu sicheren Häfen erklären. Wir brauchen sichere Schulen, sichere Bahnhöfe, Parks, sichere Schwimmbäder. Wen aber jetzt ein Facebook-Kommentar mehr aufregt als die darin thematisierten Vergewaltigungen und Morde, der, meine Damen und Herren, ist selber nur noch Teil des Problems. So sieht's aus. Und etwa beim Schwertmord von Stuttgart. Der Staatsfunk kommt sofort seiner vornehmsten Aufgabe nach, der Informationsunterdrückung. Tagesschau an dem Tag, eine Rührstory über einen Syrer, der Frau und Kinder im 4 Jahre lang im lebensgefährlichen Syrien mal eben zurückgelassen hat und sich hier den lauen Lenz macht mit Sozialhilfe. Jetzt Familiennachzug, denen war dort 4 Jahre lang nichts geschehen. Zum brutalen Mord im Stuttgart, der an dem Tag passiert war, in der Tagesschau kein Wort, während die Presse weltweit berichtete. In England, Frankreich, USA bleiben die Staatssender ARD und ZDF bei ihrem regierungskonformen Verschweigungsauftrag. Dieser Desinformations-, dieser Gesinnungsjournalismus sieht Deutschland längst nur mehr als gesellschaftspolitisches Erziehungslager an. Dafür, meine Damen und Herren, dafür wollen wir keine GEZ-Gebühren zahlen. Dabei haben wir doch nun wirklich seit 2015 genug Übergriffe gesehen mit Messern, Schwertern und Äxtern. Aber für die politische Einwanderungsmafia scheinen ermordete Menschen Kollateralschäden zu sein. Das Land wird an die Wand gefahren. Wer außer der AfD will denn überhaupt umsteuern und dem Einhalt gebieten? Sofort Grenzen effektiv schützen, alle Unberechtigten abschieben, die Straftäter abschieben, Gefährder abschieben, nur noch Sachleistungen statt Geldleistungen, die Anreizsysteme abstellen. Diese Regierung gibt in Bund und Ländern über 50 Milliarden Euro pro Jahr für Migration aus, während die Rentner verarmen, während die Schulen zerfallen, während wir keine Lehrer haben, während die Gerichte lahmgelegt werden durch hunderttausende Beschwerden über Asylbescheide. Wir müssen das ändern und ich verspreche Ihnen, wir werden das ändern, alle zusammen. Und der Einlass krimineller Flüchtlinge aus der Schweiz, der Eritrea-Mord an dem kleinen Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof. Das ist selbstverständlich ein Beleg für das Scheitern der Sicherheitspolitik. Wir haben keine Kontrolle mehr, wer nach Deutschland kommt, wer sich bei uns bewegt. Die Menschen müssen inzwischen Angst haben vor dem täglichen Einzelfall. Dem täglichen Einzelfall. Sie müssen praktisch überall selber ihre Freiheit zurücknehmen, der Sicherheit wegen, während die Regierung all diese Folgen ihres Handelns, Schwertmord Stuttgart, von ihren Staatsmedien totschweigen lässt. Menschen sterben hier, weil diese Regierung das Unintegrierbare integrieren will. Es ist doch komisch, dass Afrikaner, Moslems, Araber gewisse Werte anscheinend immer erst lernen müssen. Alle anderen, Amerikaner, Osteuropäer, Russen, Chinesen, Koreaner, Japaner, denen musste man das nicht erklären. Die haben hier keine Clans gebildet, vergewaltigt, gemordet oder anderen ihre Religion aufgezwungen. Was ist da los? Wenn es so weit kommt, dass ein ganzes Freibad geräumt werden muss, weil es eben einfacher ist, 1000 sich ans Recht haltende Deutsche mal eben nach Hause zu schicken, als ein paar Dutzend aggressive ausländische Störer zu identifizieren, dann, meine Damen und Herren, dann ist mit diesem Staat gewaltig was in Unordnung. Die Sicherheitslage, werfen wir nur einen Blick drauf. Laut Bundeskriminalamt haben sich die Täterzahlen von Zuwanderern seit 2014 bis letztes Jahr dramatisch vervielfacht. In einzelnen Ressorts verdreifacht, vervierfacht, versiebenfacht. Etwa bei Mord und Totschlag auf 430 Fälle verdreifacht. Bei sexuellen Übergriffen versiebenfacht. Solche Taten durch Zuwanderer über 6000 Stück im letzten Jahr in gut 365 Tagen. Bei Körperverletzung auf über 73.000 vervierfacht. Der Kontrollverlust bei der Zuwanderung, die Silvesterübergriffe, das Risikopotenzial für terroristische Gewalt und Kriminalität durch Migranten, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Man wundert sich, dass plötzlich 2 Millionen Wohnungen fehlen, wenn man 2 Millionen Leute ins Land holt. Ist ja seltsam. Dann die Brandbriefe der überforderten Schulen und Kindergärten, verwahrloste, ja, aufgegebene Stadtviertel, Sicherheitspoller um Weihnachtsmärkte, Zäune um Volksfeste, Security in Parks und Bädern und jetzt noch ein 10 Meter breiter Burggraben um den Bundestag, wo diese Herren sich von den Folgen ihrer Politik abschirmen wollen, aber die Grenzen bleiben offen wie ein Scheunentor. Geht's noch? Wir verlangen endlich wieder eine Politik nach Maßgabe der Interessen der deutschen Bürger, meine Damen und Herren. Aber
Frau Merkel und ihre beliebig austauschbaren Ministerinnen, die wollen nur das Chaos weiterverwalten oder aussteigen aus der Bundeswehr, aus dem Wehrdienst, aus der Bildung, aussteigen aus Kernkraft und Kohle, aussteigen aus Diesel und Verbrennungsmotor, aussteigen aus Flug und Individualverkehr und auch aus Verhandlungen und Diplomatie mit Russland zum Schaden unserer eigenen Leute hier vor Ort. Das werfen wir einen Blick auf die Verhältnisse an den Schulen. Da findet nur noch statt eine Niveauabsenkung zur Vertuschung von Leistungs. Warum Pfingsten ein Feiertag ist. Sie wissen nicht, was Luther überhaupt wollte. Dafür kennen Sie aber die 5 Säulen des Islam. Na toll. Humanistische Bildung, meine Damen und Herren, meinte doch, dass sie den ganzen Menschen bilden soll, dass er sich seiner selbst bewusster wird, seiner Herkunft und Sprache, seiner Identität und Geschichte. Aber die Kinder von heute, sie werden zu gesichtslosen Steuerzahlern von morgen herabgezüchtet. Und dieser äußerliche Identitätsverlust durch Migration samt absehbarer demografischer Veränderung des Staatsvolks. Er geht traurigerweise einher mit einem innerlichen Identitätsverlust des Einzelnen, gerade wenn er aus der Schule kommt, wenn er nicht mehr weiß, wo er hingehört, wo sein Platz ist, nicht mehr eingebettet ist in Tradition und Geschichte, in Glauben und Werte, bis hin zu einer Fragestellung des Offensichtlichsten, der Geschlechtsidentität, der bekannte Gender-Irrsinn. Und diese Indoktrination beginnt jetzt schon im Kindergarten. Eine Hamburger Kita möchte an Fasching keine politisch inkorrekten Kostüme. Das ist also dann Pirat oder Indianer für Jungs, Prinzessin für Mädchen, weil dies Rollenklischees verfestige. Empfohlen werden stattdessen als diskriminierungssensible Alternative Fabelwesen. Die könnten sich ja nicht diskriminiert fühlen. Meine Damen und Herren, bei so viel Sensibilität unserer grünen Freunde bleiben andere Dinge aber dann wohl auf der Strecke. Immer mehr Viertklässler erfüllen nicht Mindeststandards in der Rechtschreibung, keine Gedichte mehr gelernt, Geschichtsdaten wissen Schulabgänger gar nicht mehr einzuordnen. 17. Juni? 13. August? Wahrscheinlich irgendwas mit Hitler, ja? Nein? Ach, dann vielleicht mit Mohammed? Auch nicht? Das ist inzwischen der Zustand. In Geschichte wird alles aus moderner Perspektive bewertet als ein nur noch ab und zu unterbrochener Strom des Fortschrittes, immer bunter und vielfältiger Werdens. An dessen Endpunkt steht dann als Ziel der Geschichte Merkel. Und dabei werden dann Themen wie Migration und Diskriminierung durch die Jahrhunderte verfolgt, statt Heimatkunde mal zu machen. Geschichte wird nur noch als Ballast, gar als aufzuarbeitendes Problem betrachtet, statt doch als die Wurzel, die einen trägt und tragen darf und soll. Aber es gibt auch Hoffnung, sage ich Ihnen, im Bildungsmonitor, jetzt zu lesen beim jährlichen Bildungsvergleich zwischen den Bundesländern, wieder liegen, vor allem auch in den Naturwissenschaften, die östlichen Bundesländer vorne. Berlin und Bremen sind Schlusslicht. Das heißt, wir lernen, gute Bildung geht einher mit AfD-Wahlverhalten. Na, das sagt ja wohl genug, meine Damen und Herren. Und ein Blick auf die demografische Lage. Viele Schulen haben jetzt bei ihrer Schülerschaft schon über 50% Migrationshintergrund. Der Wandel in der Zusammensetzung der Bevölkerung zeigt, was hier in 10, 20 Jahren los ist, zuerst zu sehen in den Schulen, wenn wir nicht gegensteuern. In Berlin, wo ich gerade herkomme, spricht ein Drittel der Erstklässler kaum noch Deutsch, nur mit erheblichsten Mängeln ein Teil gar nicht mehr. In Hamburg sind die Schüler mit Migrationshintergrund bereits bei 50% Anteil. In NRW fordert der Integrationsratsvorsitzende Taifun Keltek, man solle doch in der Grundschule Türkisch lernen statt Englisch. Das würde den deutschen Kindern ja auch gut tun. Meine Damen und Herren, Kinder sind unsere Zukunft. Da müssen wir hingucken, da werden jetzt die Stellschrauben eingestellt. Was soll denn Deutschlands Zukunft sein? Es sind nicht nur die ungeschützten Grenzen, nein, die Saat der ungesteuerten Migration, sie geht jetzt auf im Innern. Die Regierung Merkel weiß es und sie will es. Wir müssen dem Einhalt gebieten, jetzt, meine Damen und Herren. Und deshalb, wenn wir sehen, Schulen sagen Schulfeste ab wegen Ramadan, Mobbing deutscher Schüler, Kulturkampf im Klassenzimmer, muslimische Schüler werden, so erzählt eine Lehrerin in Kassel, zur Scharia-Polizei, die überwacht, ob die nicht-muslimischen Schüler sich auch an die Gebote der Muslime hält. Wer unsere Kinder dann davor schützen will,
der wird zum Islamfeind erklärt. Schluss mit dieser Rechtsverdrehung. Nach den Altparteien gehört ja der Islam zu Deutschland. Etwa dann also auch die Ungleichbehandlung von Mann und Frau, das patriarchalische Gesellschaftsbild, die Vielehe, der Macho-Kult, die Intoleranz gegenüber Andersgläubigen, die islamische Paralleljustiz, der muslimische Antisemitismus, die streng verfassungsfeindlichen Gewaltaufrufe, schlagt eure Frauen, wenn sie nicht zu Willen sind, im Koran. Nichts davon gehört zu Deutschland, meine Damen und Herren, und die AfD und mit ihr Millionen deutscher Bürger. Sie sind nicht islamfeindlich. Mithin folglich ist es andersherum. Der Islam ist in wesentlichen Teilen seiner verfassten, ihn definierenden Lehre im Koran mit diesen Gewaltaufrufen schlicht nicht vereinbar mit unserer Verfassung. So sieht es aus, meine Damen und Herren. Aber bei dieser demografischen Krise preisen die UN dann eine Ersetzungsmigration als Lösung der demografischen Krise an. Und Merkel setzt das in die Tat um. Man folgt einem Ersatzteilkonzept von Menschen und Völkern. Die Zahl der Geburten im letzten Jahr ist insgesamt kaum gestiegen, 0,3%. Bei Ausländern hingegen um 8,5%. In vielen deutschen Städten, meine Damen und Herren, stellen die Deutschen schon nicht mehr die Mehrheit. Frankfurt am Main, nur noch 47% Deutsche. Heilbronn, Nürnberg, Stuttgart, München, nur noch 44% Deutsche. Alle anderen haben Migrationshintergrund oder sind sogar Ausländer. In Stuttgart haben bei den unter 80-Jährigen 60% Migrationshintergrund. In Deutschland bei den unter 10-Jährigen 40%. Das heißt, es ist bereits 5 nach 12 oder 10 nach 12 mit der Menge fremdkultureller Zuwanderung kippt auch jede Vorstellung von Integration in ihr Gegenteil. Deutsche sollen sich dann bald den Fremden anpassen. Die AfD predigt nicht Fremdenfeindlichkeit, sondern die Vertretung der Bürgerrechte der hier lebenden deutschen Bevölkerung. Sie legt den Finger in der Wunde. So darf es nicht weitergehen. Wir müssen und wir werden uns dem mit allen politischen Mitteln entgegenstellen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich zum Abschluss einen Gedanken sagen zu dieser demografischen Entwicklung. Sie wird nicht als das angesehen, was sie doch ist, als nationaler Notstand, sondern rein funktional uns verkauft als Fachkräftemangel, schrumpfende Absatzmärkte, die Unternehmensgewinne könnten zurückgehen. Da holt man sich eben als Ersatz Pseudo-Fachkräfte aus dem Ausland. Das zeigt aber, das Volk selbst ist hier nur noch ein völlig austauschbarer Gegenstand. Als importierte kulturfremde Ausländer. Statt dass es Frauen wirtschaftlich erleichtert wird, eine Familie zu gründen. In Ungarn etwa gibt es staatliche Kredite, deren Rückzahlung dann bei dazukommenden Kindern stückweise erlassen wird. Stattdessen sollen sie hier möglichst früh und lange arbeiten gehen, ihre Kinder als Säuglinge in die Krippe geben. Wofür? Weil der Staat zu erarbeitende Sozialleistungen braucht. Für wen? Für die Migranten, für deren Kinder, die um ein Vielfaches eine höhere Quote an Kindern haben. Das heißt, es ist praktisch so, jede deutsche Familie arbeitet nicht nur für sich selbst, sondern im Grunde genommen auch schon für die ausländische Schattenfamilie daneben. Wollen wir das? Ich denke kaum. Es ist jetzt zu beenden, meine Damen und Herren. Und deshalb der Verlust der eigenen Kultur im öffentlichen Raum, dieses Gefühl der Entheimatung, tagtäglich zu sehen an kleinen Anzeichen, nebenan eröffneten Flüchtlingsheim, ständig Kopftücher, Shisha-Bars, in Bussen und Bahnen nur noch wenig Deutsch zu hören, das alles erzeugt doch ein Gefühl kultureller Entfremdung, das sich nicht mit Zahlen und Statistiken leicht belegen lässt. Es ist aber bitte ein Gefühl, das mit Fremdenfeindlichkeit gar nichts zu tun hat, vielmehr ausschließlich mit der Gefahr und dem Gespür für Heimatverlust, dem Verlust des absolut Unersetzlichen, was es hier nicht mehr geben wird. Heimat, das ist unser Zuhause, der geistige Rückzugsraum, bei dem man bei sich selbst sein kann, wo man nicht täglich neu aushandeln muss, wer man ist und mit wie und mit wem das Zusammenleben stattzufinden hat. Es ist der Ausgangspunkt, von dem aus man als Kind die Welt kennengelernt hat, die Landesart, die geschichtlich gewachsen, ihren Wert in sich trägt, die dem Land erst eigene Farbe, eigenes Leben gibt, es lebenswert macht.
Und es gibt nur eine einzige Kraft, die all das überhaupt als Wert wahrnimmt und erhalten will. Und das ist die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Deshalb sage ich, Frau Merkel, Sie geben unser Land der Fremdbestimmung preis, jeden Tag ein Stück mehr. Es kann aber nicht sein, dass Menschen, die gerade erst nach jahrzehntelangen Leiden und Kämpfen ihre Einheit, ihre Selbstbestimmtheit wiedergewonnen hatten, sie jetzt schon wieder verlieren sollen und absehbar in Jahrzehnten zu Fremden im eigenen Land werden sollen. Mit allem guten Recht unseres Grundgesetzes lehnen wir diese deutschland- und heimatfeindliche Politik ab. Nur eine Partei ist es, die sich diesem Verlust von Selbstbestimmung und Tradition widersetzt. Dafür steht ein Patriotismus mit sozialem Gesicht, unsere Bürgerpartei, die einzige Kraft gegen das Altparteienkartell, in dem es kleine grüne Männchen gibt, die kein Volk kennen, die die Nationalhymne nicht mehr über die Lippen kriegen. Kämpfen wir deshalb für die Neubesinnung auch in Ihrem Land, liebe Brandenburger. Sie haben schon einmal vor 30 Jahren unserem Vaterland einen unverlierbaren Dienst erwiesen. Mit Ihrem Mut, mit Ihrer Klarsicht. Jetzt ist die Stunde erneut da, wo das Vaterland auf Sie schaut, wo das Vaterland Sie braucht. Alle Brandenburger im Verein mit den sächsischen Freunden, im Verein mit den thüringischen Freunden, den ganzen schwer geprüften deutschen Osten, senden Sie ein starkes Zeichen in die Republik, ein Zeichen, dass die Zeit der Gesundung beginnt, die Zeit der Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, die Zeit der erneuten Orientierung an den Interessen des eigenen Volkes. Unterstützen Sie die Alternative für Deutschland. Ich sage Ihnen, sie wird wirken. Sie ist die einzige Hoffnung für unser Vaterland, für unser geliebtes Deutschland. In diesem Sinne, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dr. Gottfried Curio. Unser nächster Redner ist eben angekommen. Wir spielen jetzt noch ein Lied und dann dürfen Sie sich auf einen Redebeitrag von Dr. Alexander Gauland freuen. Thank you.
mit Professor Dr. Jörg Meuthen die Bundesspitze unserer Partei und führt zusammen mit Dr. Alice Weidel die AfD-Bundestagsfraktion an. Er hat bereits viel für unsere Partei geleistet und unsere Partei maßgeblich mitgeprägt und mitgestaltet. Ich freue mich, an dieser Stelle Dr. Alexander Gauland auf die Bühne bitten zu dürfen. Ein guter Anfang für den Wechsel, den Herr Curio zu Recht gerade eingefordert hat. Liebe Freunde, 6 Jahre nach der Gründung der AfD stehen nun erstmals Landtagswahlen ins Haus, bei denen unsere Partei die stärkste werden kann. Ich sage das, liebe Freunde, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn unsere Erfolge haben ja damit zu tun, dass es in unserem Land nicht gut geht. Wir messen sozusagen Deutschlands Fieber und die Temperatur hat Herr Curio gerade sehr gut ausgeführt. Wir stellen die Diagnose. Wenn die Diagnose gestellt ist, sollte bekanntlich die Therapie beginnen. Liebe Freunde, ins Politische gewendet, Opposition ist gut und wichtig. Opposition garantiert Demokratie, Opposition stellt Diagnosen, aber wer opponiert, gestaltet nicht und kann nicht heilen. Und die Heilung ist notwendig. Der Zeitpunkt, liebe Freunde, ist erreicht, wo wir selber politisch gestalten wollen. Dazu müssen wir zunächst einmal Wahlen gewinnen. Und mit Ihrer Hilfe können wir das auch. Und wir müssen es, um das Land zugleich zu bewahren und zu verändern und die elende Merkel-Regierung loszuwerden, liebe Freunde. Liebe Freunde, die Landtagswahlen in diesem Jahr werden erstmals zumindest die Möglichkeit in den Raum stellen, dass wir mitregieren. Dagegen schließen sich die politischen Mitbewerber zu einem Kartell zusammen. In aller Schamlosigkeit wie bei den Bürgermeisterwahlen in Görlitz. Dafür bauen sie den Popanz der Bedrohung von rechts auf. Bis vor 30 Jahren, viele werden das noch wissen, nannte sich diese Art politische Blockbildung Nationale Front. Das heißt, unser Auftauchen entlarvt den Scheinpluralismus und die Fassadendemokratie der Etablierten. Unsere politischen Konkurrenten, liebe Freunde, unterscheiden sich in grundlegenden Zielen, also Förderung der globalen Migration, Förderung des EU-Zentralismus, Demontage der Nationalstaaten, Energiewende um jeden Preis. Sie unterscheiden sich in diesen Fragen kein bisschen voneinander. Das kann man sehr wohl Nationale Front nennen. Diese Parteien, liebe Freunde, vertreten lieber die Interessen der Migranten, des Weltklimas oder der Eisbären, als die Interessen derjenigen, von denen sie ihr Mandat erhalten haben. Alle diese Parteien haben ein gemeinsames Ziel, die immer weitere Zentralisierung der Politik in übernationalen, demokratisch unkontrollierten Institutionen und die Entmachtung der nationalen Parlamente. Also, meine Damen und Herren, Ihre Entmachtung als Wähler, damit Sie nicht mehr mitbestimmen können. Dass 30 Jahre nach dem Mauerfall überhaupt der Gedanke eines Zusammengehens von CDU und Linkspartei im Raum steht, zeigt vor allem denjenigen unter Ihnen, die damals noch Helmut Kohl gewählt haben, was aus dieser Union inzwischen geworden ist und warum diese Union nicht anders ist als die Grünen, die Sozialdemokraten und die Linken. Liebe Freunde, ich sage, nach der Diagnose muss die Therapie beginnen.
Mag sich die schwarz-rot-grüne Allianz der Therapieverweigerer auch noch so sehr sträuben, eines Tages wird es soweit sein. Was wird aber nun passieren, wenn erstmals AfD-Politiker in Ministerien einziehen? In den Medien und im Netz kann man ja amüsante Prophezeiungen lesen über Fackelzüge, die Abschaffung des Rechtsstaates und die sofort einsetzende Verfolgung der Opposition. Also praktisch, liebe Freunde, Fridays for Future, Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Antifa von rechts. Das hätten unsere Konkurrenten gern. Nein, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das sind natürlich alles feuchte Angstlustträume von linken Spinnern. Aber was wird wirklich passieren, wenn wir mitregieren? Es wird wie stets in der Politik für die einen zum Vorteil, für die anderen zum Nachteil sein. Wir halten es beispielsweise für sinnvoller, mit Steuermitteln den ländlichen Raum zu fördern, als den Kampf gegen rechts. Viele Leute, die sich heute politisch engagieren, wie sie es nennen, und Haltung zeigen, werden sich dann wohl eine andere Arbeit suchen müssen, weil das, was sie tun, nicht mehr von uns finanziert wird. Aber, liebe Freunde, es wird mit uns keine Verbote geben, keine politische Zensur oder dergleichen. Wir werden uns vielmehr dafür einsetzen, die politische Zensur abzuschaffen, beispielsweise im Internet, aber auch an den Universitäten. Das Strafrecht wird im Netz natürlich auch dann gelten, wenn die AfD mitbestimmt. Es wird aber keine finanzielle und moralische Unterstützung politischer Gewalttäter durch uns geben, wie sie in Hamburg aufgetreten sind. Auch die Förderung des politischen Denunziantentums wird ein Ende haben. Man mag Vereine wie die Amadeo-Antonio-Stiftung unappetitlich finden, und sie sind unappetitlich, gerade in einem Land, in dem früher die Stasi umging. Aber, liebe Freunde, eine Demokratie muss auch Unappetitliches ertragen. Wir finden es nur unangebracht, solche Extremisten-Kochclubs mit Steuergeldern zu fördern, mit ihrem Geld, und sie werden dazu nicht gefragt. Liebe Freunde, sollten Sie Freunde oder Bekannte haben, die sich vor der Machtergreifung der AfD ängstigen, sagen Sie denen bitte, unter der AfD wird niemand verfolgt. Die Verfolger bekommen bloß kein Geld mehr vom Staat, also von Ihnen und von den Steuerzahlern. Liebe Freunde, wir sind auch nicht der Meinung, dass nun wirklich jedes alternative Straßentheater und jeder Tanzkurs für Migranten förderungswürdig ist. Vor allem aber würden wir staatliche Zuwendungen für Vereine stoppen, die vom Ausland gesteuert werden und in Moscheen gegen unsere freiheitliche Ordnung predigen. Auch so obskure Projekte wie das beim Familienministerium angesiedelte Programm Demokratie leben, George Orwell lässt grüßen, würden sich unter einer AfD-Regierung andere Geldgeber als die Bürger, als Sie, suchen müssen. Aber, liebe Freunde, das ist alles eher Pillepalle. Was würde sich im Großen ändern, wenn wir mitregieren? Meine Damen und Herren, wir sind hier in Brandenburg, das heißt in einem Gebiet, wo viele Arbeitsplätze von der Braunkohle abhängen. Nach dem Gebot des Zeitgeistes ist die Kohle inzwischen der Nazi unter den Energieträgern. Allerdings nur in Deutschland. Weltweit sind derzeit in 59 Ländern an die 1400 neue Kohlekraftwerke geplant oder schon im Bau. Aus dem Handelsblatt. Wie sehe also die Energiepolitik der AfD aus? Zunächst einmal, liebe Freunde, werden wir uns nicht vom Zeitgeist, sondern von nüchternen Überlegungen leiten lassen. Wir dürfen uns nicht dem Gedanken verschließen, dass an der These vom menschlichen Einfluss auf das Klima auch etwas stimmen könnte. Das Problem besteht darin, dass eine unideologische,
hysteriefreie Debatte darüber derzeit nicht möglich ist. Wo Begriffe wie Klimaleugner kursieren, ist längst eine religiöse Dimension erreicht. Weder die jungen Leute, die mit dem SUV ihrer Eltern zu den Fridays for Future Demos gebracht werden und dort ihre Müllhaufen hinterlassen, noch die grünen Vielflieger, die ihre Klimaschuld mit Flugscham büßen, sind für unsere Überlegungen maßgeblich. Wir sind aber überhaupt nicht dagegen, dass dieses Thema gründlich erforscht und diskutiert wird. Liebe Freunde, Sie kennen den berühmten Martin Luther zugeschriebenen Ausspruch, wenn morgen die Welt unterginge, würde er noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wahrscheinlich stammt der Satz gar nicht von Luther, aber er beschreibt die aktuelle grüne Mentalität. Mögen anderswo neue Kohlekraftwerke ans Netz gehen, mag der deutsche Anteil am CO2-Ausstoß in der Welt nur 2% betragen. 2%, liebe Freunde, um die noch weiter zu drücken, gibt es diese irrsinnige Energiewende mit den hohen Strompreisen, die Sie täglich und monatlich zahlen müssen. Liebe Freunde, wir Deutschen müssen offensichtlich kurz vor dem Weltuntergang noch vorher die Braunkohle abschaffen. Nur dass diesem Vorbild, das die Grünen gern ausrufen, keiner folgt. Die Polen bauen weiter die schlesische Steinkohle ab. Und in Frankreich können sie über dem Rhein schon die Atomkraftwerke sehen. Liebe Freunde, es ist närrisch, aufgrund von Hypothesen und Klimamodellen die Energieversorgung und die Industrie eines Landes aufs Spiel zu setzen. Und es ist speziell auf deutsche Art närrisch, das im Alleingang als moralisches Vorbild für die ganze Welt zu tun, die solche Verrücktheiten nur kopfschüttelnd ansieht. Liebe Freunde, der Betrieb der Lausitzer Tagebaue und Kohlekraftwerke hat ohnehin ein Enddatum. Und wir fordern, dass die Kraftwerke am Netz bleiben, solange es wirtschaftlich ist. Im Westen wird man Ihnen sagen, seien die Zechen auch stillgelegt worden. Ja, aber über welch lange Zeitraum? Außerdem war das wirtschaftliche Umfeld ein anderes. Viele Bergleute kamen wieder in Lohn und Brot. Und liebe Freunde, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Braunkohlekumpel aus der Lausitz dann plötzlich in einer Behörde sitzt und sozusagen Bescheinigungen ausstellt. Das ist Unsinn. Und diesen Unsinn werden wir nicht mitmachen. Wer die Braunkohle abschaffen will, soll erstmal neue Jobs konkret anbieten und nicht irgendwelche Voraussagen in die Zukunft stellen. Zum Zweiten, liebe Freunde, sollten wir den überstürzten Atomausstieg überdenken. Die Atomkraft ist eine weitgehend klimaneutrale Alternative zu den fossilen Energieträgern. Gerade wenn sich die Theorie vom menschlichen Anteil am Klimawandel als richtig erwiese, wäre das ein Argument für eine erneuerte Atomenergie. Wenn es wirklich so schlimm ist, wie uns die Untergangspropheten weismachen wollen, worauf warten wir dann noch? Inzwischen gibt es enorme Fortschritte in der Technologie des sogenannten schnellen Brüters. Und es gibt enorme Fortschritte im Endlagerproblem. Schweden, liebe Freunde, wird oft wegen seines vorbildlich niedrigen CO2-pro-Kopf-Ausstoßes gelobt. Was Sie in diesem Zusammenhang nie zu hören bekommen und was Sie auch nie lesen, Schweden deckt etwa 40% seines Energieverbrauches mit Atomstrom.
Wenn wir Regierungsverantwortung haben, werden wir versuchen, die Dynamik der Energiewende zu stoppen. Diese Dynamik entsteht durch die garantierten Subventionen, also durch den Eingriff des Staates in den Markt. Die Energiewende, liebe Freunde, ist tatsächlich ein Milliardengeschäft für Konzerne, Subventionskassierer, Lobbyisten sowie die Organisatoren von Veranstaltungen protestierender Schulschwänzer. Liebe Freunde, wenn Greta Thunberg in einem Boot nach Amerika geht, wo wird da in irgendeiner Weise was fürs Klima getan? Das ist alles eine einzige große Heuchelei und es ist eine einzige Vermarktungsideologie, auf die wir nicht reinfallen wollen und auf die wir nicht reinfallen werden. Liebe Freunde, pro Jahr werden allein 27 Milliarden Euro über die EEG-Umlage umverteilt. Ungefähr die Hälfte davon stammt aus privaten Haushalten. Liebe Freunde, Geld fließt aus ihren Taschen über die Stromrechnung in die Aktiendepots von Grundbesitzern und Investorengruppen. Nach Angabe von Wirtschaftsminister Peter Altmaier wird die Energiewende bis Ende des 2030 bis zu 1 Billion Euro kosten. Und der Ausgang dieses Experiments ist völlig ungewiss. 1 Billion Euro, das können Sie sich nicht vorstellen und ich auch nicht. Aber es wird uns aufgezwungen, ohne dass in irgendeiner Weise mal sinnvoll darüber offen und ehrlich diskutiert worden ist. Liebe Freunde, die grünen Windräder zerstören Landschaften, töten Zehntausende Vögel, machen Anwohner krank und versiegeln mit ihren riesigen Fundamenten Waldflächen. Heimische Fauna und Flora, Substanz und Schönheit werden rücksichtslos zerstört. Ähnliches geschieht übrigens parallel durch die Massenimmigration. Den Grünen sind unsere Natur und die gewachsenen deutschen Kulturlandschaften so egal wie das deutsche Volk. Und deshalb, Freunde, lasst uns gemeinsam verhindern, dass eine Figur wie Herr Habeck deutscher Bundeskanzler wird. Meine Damen und Herren, wenn der Konservative die Welt retten will, beginnt er damit vor der Haustür. Und nicht in Amerika. Verbesserungen sind letztlich nur lokal kontrollierbar und beherrschbar. Regionale Umweltpolitik ist am Ende immer auch globale Umweltpolitik. Aus unserer Sicht ist Umweltschutz zuerst Heimatschutz. Wie viel aber der Heimatschutz dieser Landesregierung wert ist, können wir am Beispiel der Windräder sehen. Während in Bayern eine Mindestabstandsregelung für Windräder zu Wohnsiedlungen eingeführt wurde, gilt in Brandenburg kein Mindestabstand. Das müsste man ändern. Das wäre Aufgabe der Grünen und der Roten. Aber das tun sie natürlich nicht. Meine Damen und Herren, man wirft uns gern vor, dass wir Politik für Deutsche machen wollen. Ja, wir geben dieses geplante Verbrechen jetzt schon zu. Wir wollen tatsächlich primär Politik für diejenigen machen, die uns wählen. Unter diesen Menschen sind übrigens sehr viele deutsche Staatsbürger mit sogenanntem Migrationshintergrund, die aus allen Teilen der Welt stammen und sich bei uns eine Existenz aufgebaut haben. Gerade solche Menschen wählen AfD, weil sie sich ihre Existenz nicht von den Altparteien und ihrer verhängnisvollen Politik demolieren lassen wollen. Sie wollen auch nicht ihre neue Heimat verlieren und sie wollen nicht von der EU-Finanzpolitik schleichend enteignet werden. Liebe Freunde, eine andere Unterstellung lautet, dass wir Kollektivisten seien. Ein lustiger Vorwurf gerade von links. Genau das Gegenteil ist wahr. Wir mögen es gern individuell. Im Spiegel spöttelte ein Kommentator in der vergangenen Woche, wenn die AfD an die Macht komme,
werde überall nur noch Schweinefleisch serviert. Anlass war die inzwischen beinahe berühmte Leipziger Kindertagesstätte, die wegen zweier muslimischer Kinder das Schweinefleisch aus dem Angebot genommen und durch Putenfleisch ersetzt hat. Liebe Freunde, das ist ein gutes Beispiel. Wenn die AfD Regierungsverantwortung übernimmt, wird keineswegs nur noch Schweinefleisch aufgetischt, sondern dann bekommt jeder das, was er essen will. Niemand wird bei Tische etwas verboten. Die einzigen, die eine Speise ächten und abschaffen wollten, waren ja die Mitglieder der Kita-Leitung. Sie wollten die Mehrheit aus Gründen einer angeblichen Kultursensibilität diskriminieren. Liebe Freunde, wenn sich aber jemand daran stört, dass überhaupt Schwein serviert wird, dann soll er sich eine andere Kita oder vielleicht besser gleich ein anderes Land suchen. Liebe Freunde, vor 4 Jahren behauptete Frau Merkel, Sie kennen den Spruch, wir schaffen das. Bis heute sind wir nie darüber informiert worden, was mit diesem Wir und diesem Das eigentlich genau gemeint ist. Niemand soll glauben, dieses Thema sei durch, weil in den Medien das kontrollierte Schweigen eingesetzt hat. Nach wie vor wandert jährlich eine Stadt mindestens von der Größe Heidelbergs bei uns ein. Gern übrigens auch per Flugzeug, wenn die Seenotrettung ausgesetzt ist, weil Frau Rakete gerade im TV-Studio sitzt. Diese Einwanderung geschieht ohne jede Nutzen-Kosten-Abwägung, ohne eine freie öffentliche Debatte darüber, was eigentlich ihr Ziel sein soll und was Deutschland davon hat. Klar ist lediglich, dass sich rund 700.000 abgelehnte Asylbewerber bei uns aufhalten. So lautete die Auskunft der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion im August 2018. Und weniger werden es nicht geworden sein, da Abschiebungen ja nirgendwo funktionieren und die Linken und die Grünen und die Sozialdemokraten Abschiebungen nicht wollen. Aus dieser Antwort ging ebenfalls hervor, dass monatlich etwa 100 Personen nach Deutschland einreisen, obwohl sie mit einer Wiedereinreisesperre belegt sind, und dass weit über 30.000 Ausländer hier leben, die, nachdem ihr Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden war, die Bundesrepublik verlassen hatten, aber wieder eingereist waren. Das gibt die Regierung mit einem Schulterzucken zu. Und alle nehmen es als normal hin. Die ach so kritischen Medien von weg. Liebe Freunde, was für ein Tollhaus ist dieses Deutschland geworden. Die jährlichen Kosten der Migration bewegen sich im zweistelligen Milliardenbereich und übertreffen den Etat des Bundesforschungsministeriums. Die Bundesrepublik hat im ersten Halbjahr 2019 wieder mehr Schulden gemacht. Die Verschuldung stieg nach Angaben des Finanzministeriums innerhalb von 6 Monaten um mehr als 11 Milliarden Euro. Die Steigerung, Zitat, kommt unter anderem durch einen Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise gebildete Rücklage zustande, meldete NTV am 6. August. Wenn der Bund sich verschuldet, heißt das, meine Damen und Herren, Sie verschulden sich. Sie und Ihre Kinder und Kindeskinder. Ich weiß nicht, ob Sie sich für Ihre Kinder verschulden. Für Ihre uneingeladenen Gäste tun Sie es jedenfalls, ohne dass sie dazu gefragt werden. So viel zum Wir in Merkels Parole. Vom Das, liebe Freunde, erfahren Sie immerhin noch täglich aus den Medien. In keinem europäischen Land gelingt die Integration des Jugendüberschusses aus Afrika und im Orient, obwohl er die Europäer Milliarden kostet. Die Deutschen sollen brav ihre Steuern zahlen, die Verwahrlosung der staatlichen Schulen und die Verslammung ganzer Stadtteile akzeptieren
und gewissen Gruppen eben aus dem Wege gehen. Sie kennen ja noch die Bonner Oberbürgermeisterin, die dies als sozusagen Abstandsregelung empfohlen hat. Sollten Sie der Straftat eines sogenannten Flüchtlings zum Opfer fallen, sind Sie gehalten, den Fall nicht zu verallgemeinern und keinen Hass gegen Gruppen zu schüren. Liebe Freunde, wer diese Politik als das bezeichnet, was sie ist, Ausplünderung der Steuerzahler, Kriminalitätsimport, Untreue der Regierenden, die auf das Wohl des Volkes vereidigt sind, ist ein, naja, Sie wissen schon, was Sie dann sind im öffentlichen Diskurs. Gerade der störrische Osten gerät in den Blick dieser Anbräuner. Die östlichen Bundesländer sind mit ihren ethnisch noch relativ homogenen Bevölkerungen und der Diktaturerfahrung ihrer Bewohner ein Pfahl im Fleisch der multikulturellen, multiethnischen, gesinnungskontrollierten alten Bundesrepublik. Deshalb ist die AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen besonders stark. Und deshalb schicken uns die Kartellparteien den Verfassungsschutz auf den Hals. Meine Damen und Herren, wenn die AfD regiert, werden wir unsere Grenzen wieder kontrollieren und auch hässliche Bilder in Kauf nehmen. Denn wer diese Bilder an den Grenzen nicht in Kauf nimmt, wird sie im Lande haben. Das sehen wir täglich. Wir werden Migranten ohne Bleiberecht abschieben und für Asylbewerber nur Sachleistungen statt Bargeld bewilligen, um keine Anreize für Betrug zu schaffen. Wir werden die Polizei aufstocken und besser ausstatten. Wir werden die Justiz handlungsfähiger machen und, wenn es sein muss, neue Gefängnisse bauen. Aber, liebe Freunde, wir sind uns auch der Tatsache bewusst, dass uns das Schicksal Afrikas, das nur getrennt durch das schmale Mittelmeer vor unserer Türe liegt, nicht gleichgültig sein kann. Nur gilt eben auch hier die Maxime, dass Politik sich an den Realitäten orientieren muss, nicht an frommen Wünschen. Die Bevölkerung Afrikas wächst derzeit alle 12 Tage um 1 Million Menschen. Alle 12 Tage um 1 Million. Die knapp 2 Millionen Migranten, die wir 2015 aufgenommen haben und die uns hier vor erhebliche Probleme stellen, sind dort in einem halben Monat nachgeboren worden. Niemand in Afrika bemerkt unsere fatale Großzügigkeit. Dagegen hat ein direkt in Afrika ausgegebener oder noch besser investierter Euro nach den Worten des deutschen Entwicklungshilfeministers Gerd Müller, CSU, die 30-fache Wirkung wie ein in Deutschland eingesetzter. Außerdem gelangen derzeit die stärksten und rücksichtslosesten Wanderer nach Europa, keinesfalls die Bedürftigen, die es wirklich nötig haben. Liebe Freunde, unsere Position ist klar, wenn wir mitregieren. Grenzen schließen, Masseneinwanderung beenden, stattdessen Hilfe für wirklich Notleidende und Investitionen an Ort und Stelle. Die Bevölkerungsexplosion ist das größte Problem unseres Planeten, übrigens auch für die Umwelt. Wenn wir uns weiter als eine Art Überlaufbecken dafür anbieten, werden wir bald überhaupt niemandem mehr helfen können. Eine führende Wirtschaftsnation zu demolieren, damit ein paar Grüne für ein paar Jahre ihr gutes Gewissen pflegen, bis sie sehen müssen, was sie angerichtet haben, das ist ein verdammt schlechter Tausch und das wollen wir gar nicht erst ausprobieren. Deswegen müssen wir in die Verantwortung und nicht Herr Habeck. Wenn wir regieren, liebe Freunde, dann sollen hier nur noch Menschen einwandern, für die es Arbeit gibt, die sich unsere Lebensart anpassen und ihre Rechnungen selber bezahlen. Verglichen mit den grünen Plänen scheint mir das eine sehr menschliche, verantwortungsvolle und zukunftsoffene Einstellung zu sein. Lassen Sie mich am Ende, weil wir hier im Lande sind, noch ein drittes Politikfeld kurz ansprechen. Herr Curio hat es ja auch schon erwähnt.
Den Zustand der Schulen und die Qualität des Unterrichts. Ich will mich kurz fassen. Ich bin in der DDR zur Schule gegangen. Ich habe in Karl-Marx-Stadt an der Friedrich-Engels-Oberschule Abitur gemacht. Das DDR-Schulsystem war zwar autoritär und ideologisch vernagelt, aber unter dieser staatlichen Hülle hat es gut funktioniert. Den Geschichts- und Staatsbürgerunterricht konnte man vergessen. Aber wer in der DDR die Schule verließ, der konnte in der Regel lesen, schreiben und rechnen, hatte einen soliden Überblick über die Naturwissenschaften und kannte den Unterschied zwischen Gotik, Renaissance und Barock und lernte auch noch Gedichte von Fontane auswendig. Das hat niemandem geschadet. Heute verhält es sich so, dass Sie den Geschichtsunterricht schon wieder vergessen können und die staatsbürgerkundliche Indoktrination bis in die Textaufgaben des Mathematikunterrichts reicht. Die Rechtschreibung wird, wie es so üblich geworden ist, täglich neu ausgehandelt. Und wenn die Mathe-Prüfungsaufgaben zu schwer sind, dehnt sich der Freitagsstreik auch auf die anderen Tage aus. Neuerdings verlassen zahlreiche Sekundäranalphabeten die Schule, von denen manche sogar ein Abiturzeugnis haben. Liebe Freunde, wenn wir regieren, werden wir dafür sorgen, dass die Schüler wieder lesen, schreiben, rechnen und sich benehmen lernen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Sie haben 1989 die Freiheit erlangt und manche von Ihnen haben sie persönlich erkämpft. Dann kamen die Westdeutschen, von denen sich viele zuvor weit besser mit der DDR arrangiert hatten als Sie, und haben Ihnen erklärt, wo es lang geht. Westdeutsche haben so gut wie alle führenden Stellen in ihrem Bundesland besetzt, sie zu Bürgern zweiter Klasse gemacht, was sie ja aus der DDR schon gewohnt waren, und bei ihnen für die westlichen Zivilreligionen missioniert. Deutsche Schuld bis ans Ende aller Zeiten, Kampf gegen Rechts, Feminismus, Multikulturalismus. Dabei hatten die Ostdeutschen 1990 mehrheitlich Helmut Kohl gewählt, zum Entsetzen der Roten und Grünen im Westen. Was dann geschehen ist, wissen Sie und wissen wir alle gemeinsam. Die CDU wurde von einer protestantischen Pfarrerstochter und FDJ-Sekretärin aus dem Osten gekapert, die jede ihrer anfänglichen politischen Positionen komplett ins Gegenteil gedreht hat. Und heute, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist die Union so rot-grün wie alle Blockparteien auch. Was den Opportunismus angeht, liebe Freunde, zeigt die CDU durchaus SED-Qualitäten. 11 Minuten Standing Ovations für ein Plattitüden-Festival der Vorsitzenden, die haben schon Ostblock-Format. Liebe Freunde, viele von Ihnen haben damals geglaubt, die DDR-Herkunft sei ein Makel und sie müssten sich gegenüber dem reichen Bruder aus dem Westen klein machen. Heute sehen Sie, Ihre Herkunft ist ein Erkenntnisvorsprung. Sie wissen, wie eine Diktatur sich anfühlt. Sie hören das autoritäre Gras wachsen, wenn sich die Kulturschaffenden geschlossen hinter die Politik der Regierung stellen. Wenn auf allen Kanälen die Opposition verteufelt wird. Wenn man daheim und in der Öffentlichkeit mit zwei Zungen sprechen muss, um sich Ärger zu ersparen. Liebe Freunde, Sie haben sich 1989 das Recht erkämpft, frei zu sein, wozu auch das Recht gehört, deutsch sein zu dürfen. Sie haben den Moskauer Zentralismus abgeschüttelt, dessen Agenten in Berlin saßen, so wie heute die Agenten des Brüsseler Zentralismus in Berlin sitzen. Und sie von Neuem unter ein Joch zwingen wollen. Ich gebe zu, unter ein viel smarteres, bunteres. Aber es bleibt ein Joch. Ein machtloses Scheinparlament simuliert in Brüssel und Straßburg Demokratie. Und in Berlin wird das Parlament immer mehr von allen wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen. Die wirkliche Macht wird immer unsichtbarer und unkontrollierbarer. Die globalistische Krake hat an Nationen und Völkern, liebe Freunde, keinerlei Interesse.
Sie sind zwar die Träger des Rechts, der Freiheit und der demokratischen Willensbildung, aber in ihrem störrischen Beharren auf Identität, Heimat und Mitbestimmung stehen sie den Globalisten im Wege. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, lassen Sie sich Ihr Recht über Ihr Schicksal mitzubestimmen nicht nehmen. Wählen Sie die Partei, von der Sie glauben, dass sie Ihre Interessen vertritt. Bleiben Sie freiheitlich und bleiben Sie deutsch. Danke. Danke. Vielen lieben Dank, Dr. Alexander Gauland. Wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause, die wird genau ein Lied andauern und danach dürfen sich auf Redebeiträge von Dennis Holoch und Andreas Kalbitz freuen. Ich freue mich, Dennis Holoch begrüßen zu dürfen. Ja, von meiner Seite aus erstmal herzlich willkommen. Hallo nach Brandenburg. Ich freue mich, hier im noch schwarzen Brandenburg zu reden. Ich denke, am 1. September wird es nicht mehr das schwarze Brandenburg sein, sondern das blaue. Und wir haben ja jetzt eine ganze Menge Reden und vor allem zwei sehr gute Reden hinter uns. Da fragt man sich, was soll da jetzt eigentlich noch kommen? Sie haben es schon gehört, ich bin Lehrer von Beruf und wie es so ist, Lehrer haben immer so die Angewohnheit, lange zu reden, bis die Leute irgendwann einnicken und dann naja, kriegt man von dem Rest eigentlich nicht mehr viel mit. Deswegen wollen wir es heute mal ein bisschen anders machen. Ich will Sie mal ein bisschen mit in die gesamte Debatte und in die gesamte Diskussion mit einbinden. Und zwar werde ich Ihnen jetzt mal einige Begriffe nennen und Sie brüllen oder schreien oder nennen einfach mal rein, was Ihnen dazu spontan einfällt. Kreisgebietsreform. Das war eindeutig. Lehrermangel. Cottbus. Polizeireform. Das ist ein bisschen eintönig, aber es ist trotzdem eindeutig. Ministerrücktritte. Pharma-Skandal. Flughafen. Sehr schön. Und der Klassiker Asyl. Und ganz zum Schluss, weil es so schön ist, Brandenburg an der Havel. Sehr schön. Und jetzt machen wir das ein bisschen anders. Und zwar nenne ich Ihnen jetzt mal drei Personen,
die in den letzten 5 oder 10 Jahren die Geschicke Brandenburgs angeblich mitgestaltet haben. Sofern Sie diese Person überhaupt kennen, rufen Sie spontan rein, was Ihnen Gutes zu diesen Personen einfällt. Martina Münch. Wer kennt denn die Dame? Hand hoch. Wer kennt Martina Münch? Martina Münch ist war unsere Bildungsministerin, jetzt unsere Kulturministerin. Der nächste Name ist vielleicht etwas bekannter. Karl-Heinz Schröter. Fällt einem da irgendwas Positives zu ein bei dem Namen? Dann kommen wir zum letzten. Dietmar Woidke. So, ich glaube, die Reaktion war eindeutig und man erkennt daran ganz klar, sofern man diese Person überhaupt kennt, obwohl sie in den letzten 5 bis 10 Jahren maßgeblich die Politik in diesem Lande mitgestaltet haben, dass diese Leute entweder extrem bürgerfern waren oder in den letzten 5 bis 10 Jahren einfach nichts Gutes für unser Land getan haben. Und genau das ist es eigentlich, warum wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, jetzt stärkste Kraft zu werden. Wir brauchen in diesem Land eine Wende und diese Wende werden wir am 1. September einläuten, und zwar wir alle zusammen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Ich bin ja jetzt schon auch seit einigen Wochen immer wieder im Wahlkampf, jeden Tag in meinem Wahlkreis unterwegs nach der Arbeit, und da kommt man mit den Leuten immer sehr gut ins Gespräch. Und es sind immer so bestimmte Themen, die man bei vielen Leuten immer wieder und immer wieder hört. Unter anderem habe ich mich in Eichwalde mit einer älteren Dame unterhalten, die das freut mich erstmal, diese Einsicht, Sie können gerne mal auf eine unserer Veranstaltungen kommen. Ja, und dann kam die Antwort, die man immer wieder hört. Ja, Herr Holoch, ich bin zwar schon Rentner, ich habe eigentlich nichts mehr zu befürchten, aber ich traue mich nicht. Ich schicke mal meine Tochter. Ja, ob die Tochter nun kam, weiß ich nicht. Aber es sind genau diese Beispiele, die uns im Wahlkampf immer wieder treffen und die uns auch eigentlich erschaudern lassen. Zum Beispiel ein Mitarbeiter der Berliner BSR hat mir bei einer Einladung einer Bürgerinitiative gesagt, er wäre schon längst Mitglied der AfD. Er stimmt seit Jahren für diese Partei. Er ist, weiß Gott, kein Rassist, er ist kein Nazi, aber er möchte sich gern politisch einbringen und die AfD ist seine einzige Hoffnung. Aber er kann nicht, weil auf Arbeit ganz klar gesagt wird, öffentlicher Dienst bei der BSR und AfD, das verträgt sich nicht. Und meine Damen und Herren, wo sind wir eigentlich, dass wir 30 Jahre nach der Wende oder 30 Jahre nach dem Mauerfall wieder Angst um unsere Familie, um unsere Existenz und in unserem Beruf haben müssen? Das sind nicht die Dinge, wofür die Leute damals auf die Straße gegangen sind, wofür sie damals auf die Straße gegangen sind, und dagegen kämpfen wir. Und in Brandenburg erleben wir solche Dinge nicht nur am Infostand. Wir erleben sie tagtäglich. Wir erleben sie in den Medien, wenn man wieder anfangen muss, zwischen den Zeilen zu lesen, wie man es früher kannte. Da gab es da mal das neue Deutschland, da gab es die Volksstimme und da wurde man nicht informiert, sondern da wurde Meinung gemacht. Und genau das Gleiche haben wir heute wieder auch. Wir müssen zwischen den Zeilen lesen, um wieder Informationen zu bekommen, die wirklich Wert haben und die wir eigentlich suchen wollen. Das heißt also, auf die Medien kann man nicht vertrauen. Als zweites verschweigt man seinem Chef die politische Haltung oder seine Mitgliedschaft in der Partei, weil man Angst hat vor beruflichen Pressalien. Und man geht als Frau mittlerweile immer öfter nur noch mit Pfefferspray auf die Straße. Meine Damen und Herren, das ist krank, so kann es nicht weitergehen und auch hier brauchen wir eine Wende. Und der absolute Höhepunkt oder Gipfel der letzten Wochen war der, ich bin auch Fraktionsvorsitzender in Potsdam in der Stadtfraktion und wir hatten ganz legitim, wie andere Parteien auch, einen Bürgerdialog angemeldet, und zwar in den Räumlichkeiten eines Gymnasiums, natürlich nach dem Unterrichtsbetrieb, weil andere Parteien da seit Jahren Veranstaltungen abhalten. Erst kürzlich haben die Grünen dort ihren Parteitag abgehalten. Die SPD hält dort ihre Parteitage ab. Und was ist passiert? Es wurde uns genehmigt, 2 oder 1,5 Monate vorher schon, es wurde bezahlt, der Vertrag wurde unterschrieben und der rote Oberbürgermeister in Potsdam hat 23 Stunden vorher uns die Räumlichkeit gestrichen und hat behauptet, wir hätten vorsätzlich getäuscht. Da haben wir natürlich gesagt, wir gehen vors Gericht, haben eine einstweilige Verfügung bekommen und hatten natürlich recht. Das, was der Oberbürgermeister
Weg, nur weil er einer anderen Partei angehört, meine Damen und Herren. Vor einigen Wochen, man liest es immer wieder, ich will gar nicht erst auf Frankfurt eingehen, was dort passiert ist am Bahnhof. Das Gleiche haben wir hier in Brandenburg genug. Guck mal nach Cottbus, die Übergriffe kann man nicht mehr in einer Hand abzählen. Guck mal nach Königs Wusterhausen am Bahnhof, da passiert genau das Gleiche. Gucken wir in unsere Landeshauptstadt, wo erst kürzlich ein Jude von einem arabisch aussehenden, von einem Syrer, einem Flüchtling, antisemitisch beleidigt und bespuckt wurde, wo in derselben Woche ein Deutscher, ein 35-jähriger Potsdamer von einem arabisch aussehenden Menschen getreten und geschlagen wurde. Oder eine Woche später, wo eine Frau in Telto von einem Nackten mit Machete bedroht wurde und uns natürlich wieder nicht gesagt wurde, woher kam der Mann, welche Nationalität hat man, da hat der Mann. Und da wird natürlich wieder Meinung gemacht und da wird natürlich wieder vertuscht und genauso kann es also nicht weitergehen. Rot-Rot sorgt dafür, und immer wieder in unser Land kommen. Sie sorgen dafür, dass sie nicht abgeschoben werden. Und schlussendlich sorgen sie dafür, dass wir mit denen leben müssen. Und uns wird doch gesagt, seid tolerant, seid weltoffen, seid für eine bunte Gesellschaft. Das gehört eben dazu. Das gehört eben nicht dazu. Es ist die vorderste Aufgabe des Staates, für Sicherheit zu sorgen. Denn ohne Sicherheit gibt es auch keine Freiheit. Und ohne Freiheit gibt es auch keine Demokratie. Und allein die nackten Zahlen sind eigentlich schon erschreckend. Es gibt mittlerweile 7000 Ausreisepflichtige in unserem Land. Raten Sie doch mal, wie viele davon schon abgeschoben wurden. Einer. 20. Ja, Sie waren schon ein bisschen bemühter. Es waren insgesamt 329 im letzten Jahr. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo selbst ein Oberbürgermeister, ein linker Oberbürgermeister aus Frankfurt-Oder sagt, die Landesregierung hat hier Mist gebaut. Und es kann nicht sein, dass die Kommunen mit der Abschiebung alleine gelassen werden. Wir als AfD sagen ganz klar, der linke Oberbürgermeister hat recht. Und wenn wir an die Macht kommen, werden die Abschiebungen wieder in Landeshand gegeben. Da müssen die Kommunen nicht mit allein gelassen werden. Und dann wird ganz klar und ganz konsequent abgeschoben. Ja, und wenn man davor warnt, vor diesen Umständen, dann ist man ein Hetzer und stigmatisiert. Sagt man etwas, wenn etwas passiert ist, dann spielt man mit den Ängsten der Menschen. Das ist doch krank. Das ist eine ganz normale Tatsachenfeststellung. Und wenn die Leute damit nicht klarkommen, muss man mal fragen, was bei den Leuten nicht in Ordnung ist und nicht bei den Leuten, die das feststellen. Und das Gleiche setzt sich in allen Politikfeldern fort. Die Geschichte der rot-roten Landesregierung in den letzten 10 Jahren ist eine Geschichte, eine einzige Geschichte des Versagens. Er ruft die Polizei, richtig. Was passiert dann erstmal? Es passiert erstmal gar nichts. Was passiert nach den ersten 10 Minuten? Es passiert immer noch nichts. Nach den ersten 20 Minuten? Immer noch nichts. In Brandenburg braucht die Polizei ca. 25 Minuten, um am Einsatzort des Geschehens zu sein, nachdem der Notruf einging. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie werden bedroht und müssen 25 Minuten mit dieser Person ausharren und verlassen sich darauf, dass Ihnen geholfen wird, dann sind Sie nämlich verlassen. Und das ist ein ganz klares Versagen unserer Landespolitik. Diese Polizeireform ist gescheitert und wir brauchen dringend mehr und besser ausgebildete Polizisten. Vielleicht noch mal ein Beispiel in Teltow-Fleming. Haben wir, wenn sie einsatzbereit sind, 3 bis 4 Streifenwagen in dem gesamten Landkreis zur Verfügung, wenn die Polizei einsatzfähig ist. Und das Gleiche setzt sich auch in der Bildung fort. Mittlerweile haben in Brandenburg, und jetzt kommt mal eine ganz tolle Nachricht, haben wir so viele Einser-Abiturienten wie noch nie in unserer gesamten Landesgeschichte seit der Wende. Wie aber noch nie seit der Wende stehen wir im Bildungsvergleich der Länder an der schlechtesten Stelle, an der wir jemals standen. Wir stehen von 16 Bundesländern seit dieser Woche auf Platz 15. Hinter uns steht nur noch Berlin. Vor uns ist mittlerweile sogar Bremen. Und das ist peinlich. Und da kann man als Lehrer ein Lied von singen, wenn man jeden Tag damit zu tun hat, meine Damen und Herren. Man braucht sich auch nicht wundern, wenn in einem Land in Brandenburg, obwohl uns immer wieder propagiert wird vom unserer sogenannten Elite aus Berlin, es funktioniert doch alles. Wir haben genug Lehrer, wir haben genug Schüler, wir haben ganz tolle Schulen und mit der Digitalisierung, ja, das hat man so ein bisschen verschlafen, aber da ist man jetzt dabei. Ja, da fragt man sich doch, warum dann 60% unserer Achtklässler an den Oberschulen nicht mal die Mindeststandards
für Mathematik, also für Rechnen und für Lesen und Schreiben erreichen. 60%. Das sind eigentlich fast Analphabeten, wenn sie das in der 8. Klasse nicht erreichen. Und das ist das Ergebnis rot-roter Bildungspolitik der letzten 10 Jahre und auch das Ergebnis der Arbeit der SPD seit der Wende, meine Damen und Herren. Und um da vielleicht nochmal ein kleines Ratespiel draus zu machen, raten Sie doch einfach mal, wie viele Unterrichtsstunden in Zahl, nicht in Prozent, im letzten Schuljahr in Brandenburg ersatzlos ausgefallen sind. Laut? 72.000 ist drin. Kommt noch eine andere Zahl? Es sind noch mehr, es sind über 300.000 Unterrichtsstunden im letzten Jahr ausgefallen. Und jetzt raten Sie doch mal, wie viele Musik vertreten. Raten Sie einfach mal, eine Zahl reinwerfen. 500.000 haben wir. Es sind noch ein bisschen mehr. Es sind insgesamt 11,2%. Wenn man das so hochrechnet, sind das 1,4 Millionen Unterrichtsstunden im letzten Schuljahr, die nicht vom Fachlehrer gehalten werden konnten. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir in Brandenburg an 15. Stelle des Bildungsvergleichs sind. Früher kam man zur Schule und hat sich gefreut, dass man mal Ausfall hatte. Heute geht man zur Schule und freut sich, wenn man nicht ganz umsonst hingegangen ist. Ja, und so kann es natürlich nicht weitergehen. Und da fragt man sich, wie passiert sowas eigentlich? Ich meine, wir haben im Landtag einen Bildungsausschuss, da sitzen Leute drin, die müssten sich damit auskennen. Wir haben ein Bildungsministerium, da arbeiten massenhaft Beamte und komischerweise passiert nichts. Und da möchte ich mal eine kleine Anekdote bringen. Ich war vor circa 3 Monaten zusammen mit einem Kollegen von mir aus der Partei zu einer Podiumsdiskussion eingeladen zum Thema Bildung an der Uni Potsdam. Und da waren alle Bildungsexperten aus Brandenburg eingeladen, um zu diskutieren. Und da hat man natürlich Respekt vor der Sache, da bereitet man sich vor, da geht man die Statistiken durch, da macht man sich Mitschriften, dann geht man hin. Und was trifft man? Eine geballte Ladung Inkompetenz, meine Damen und Herren. Das war wirklich erschreckend. Am besten im Kopf geblieben ist mir der Satz von Frau Dannenberg, Spitzenkandidatin der Linken, übrigens auch Bildungssprecherin im Landtag der Linken. Ja, also wir von der Linken sind ja auch schon für die kostenlose Kita. Da muss ich irgendwie schlucken, habe ich mir überlegt, Mensch, vor 10 Jahren haben sie es gefordert im Parteiprogramm der Linken. Vor 5 Jahren haben sie es gefordert. Ebenfalls im Parteiprogramm. Jetzt fordern sie es wieder, waren aber 10 Jahre an der Macht und das Einzige, was sie geschafft haben, war ein halbes Jahr vor der Wahl die letzte kostenlose Betreuungsstufe einzuführen. Das ist nichts anderes als Verarsche, meine Damen und Herren. Das sind die Politiker, die 10 Jahre lang die Versprechen nicht einhalten, die sie uns gegeben haben, aber kurz vor der Wahl ankommen und uns sagen, ja, da ist die letzten Jahre viel falsch gelaufen und das müssen wir jetzt beheben. Das heißt also, alter Wein in neuen Schläuchen und man will uns weismachen, dass diejenigen, die jetzt an der Macht sind, obwohl es genau dieselben sind, die Probleme jetzt anpacken, die sie selbst verursacht haben. Das ist doch skurril, meine Damen und Herren, und das kann so nicht weitergehen und deswegen brauchen wir ganz klar die AfD als stärkste Kraft in Brandenburg. Und wir sind im Übrigen nicht nur eine Meckerpartei. Wir sind nicht nur eine Oppositionspartei, wir sind, Andreas Kalbitz hat es oft schon gesagt, eine ganz klare Problemlösungspartei. Wir haben ganz klare Lösungsvorschläge in unserem Landtagswahlprogramm, wie wir die Dinge angehen werden, die wir ankreiden. Zum Beispiel den Lehrermangel. Wir möchten ganz klar eine zweite Ausbildungsstätte für Lehrer in der Lausitz. Das stärkt auch die Region vor Ort. Wir möchten endlich wieder, dass Berufsschullehrer im Land ausgebildet werden. Das hat man nämlich vor Jahren nach Berlin rausgegeben und das war eine Schweinerei sondergleichen. Wir möchten, dass wieder Förderschullehrer im Land ausgebildet werden. Das macht man nämlich mittlerweile auch nicht mehr. Wir wollen, dass die Lehrer von Arbeit entlastet werden, vor allem von Bürokratie. Und da kommen wir zum Thema Inklusion. Dieses Thema ist, glaube ich, im Bildungsbereich aufgeheizt wie kein anderes. Wir sagen, dass das System, das wir jetzt aktuell haben, gescheitert ist. Dieses System der Inklusion funktioniert so nicht. Und da muss man umdenken können und überlegen, wie macht man es besser. Und ganz klar möchten wir wieder zurück zum System der Förderschulen. Genau dort werden solche Kinder, die Förderbedarf haben, adäquat unterrichtet von Fachpersonal, die genau wissen, was diese Kinder brauchen. Und es ist eine Schande an unseren Kindern, die wir hier gerade machen, wenn wir sie in Regelklasse schicken, die völlig, wo Lehrer völlig überlastet sind, die überhaupt keine Ahnung von diesem Förderbedarf haben, den das Kind hat. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein ideologisches Projekt, was wir an unseren Kindern ausprobieren. Und das kann es nicht sein. Deswegen zurück zum alten Förderschulsystem. Und das nächste ist natürlich, es kam vorhin schon, die Lausitz. Die Arbeiterpartei SPD
hat die Lausitz in meinen Augen eigentlich und die Arbeiter dort vor Ort verraten. Dort werden 20.000 Arbeitsplätze einfach wegreduziert, wie man es so schön sagt, weil man einer politischen Ideologie oder einem Klimawahn nacheifert und hat keinen Plan dafür. Wir wissen alle, dass die Kohle endlich ist. Wir wissen alle, dass man diese Region umstrukturieren muss. Aber dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Geld und man braucht vor allem erstmal einen Plan. Und das Einzige, was wir bis jetzt gehört haben vom Ministerpräsidenten war, ja, siedeln wir mal das Kulturministerium an. Da bin ich ja mal gespannt, wie man Tausende von Kumpels aus den Bergwerken oder aus den Anrainerindustrien dann in dem Kulturministerium ansiedeln möchte. Da bin ich ja sehr gespannt drüber. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das nächste ist, gehen Sie mal in die Lausitz oder fahren Sie mal in die Uckermark und versuchen mal zu telefonieren. Versuchen Sie mal ins Internet zu gehen. Jedes kambodschanische Bergdorf hat besseren Empfang als wir hier in Brandenburg. Und das ist ein ganz klarer Standortnachteil, vor allem für junge Leute. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir in Südbrandenburg Abwanderung haben, wenn wir in Nordbrandenburg Abwanderung haben, wenn die alle in den Speckgürtel gehen, wenn genau dort das Geld investiert wird, wenn genau dort Hochleistungsinternet zur Verfügung steht und all das, was junge Leute eigentlich fürs Leben heutzutage brauchen. Es muss ganz klar wieder in diesen Regionen investiert werden. Und der Speckgürtel ist nicht Brandenburg, meine Damen und Herren, sondern Brandenburg ist viel größer. Es reicht von der Lausitz bis in die Uckermark. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist ganz klar ein Zukunftsplan für die Lausitz und für Brandenburg und kein Abwicklungsplan. Wir brauchen Ideen und Visionen statt kreativloser Politik, die wir die letzten 10 Jahre immer wieder erdulden mussten. Die Lausitz und die Uckermark oder auch die anderen Landkreise im Süden und Brandenburg haben es genauso verdient, wie der Speckgürtel behandelt zu werden. Und haben es genauso verdient, dass die Lebensumstände dort dem angeglichen werden, wie sie im Speckgürtel schon vorherrschen. Wenn Sie am 1. September zur Wahl gehen, vollenden Sie die Wende, meine Damen. Brandenburg, herzlichen Dank. Vielen Dank, Dennis Holoch. Ich freue mich nun, Ihnen Ihren Spitzenkandidaten der AfD Brandenburg auf die Bühne bitten zu dürfen. Er ist seit 2017 Vorsitzender des hiesigen Landesverbandes sowie der AfD-Landtagsfraktion. Außerdem ist er Mitglied im Bundesvorstand. Begrüßen Sie gemeinsam mit mir Ihren Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz. Ja, vielen Dank. Es scheint auch die Sonne, ist natürlich Zufall. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Brandenburg an der Havel. Ich freue mich auch, dass die Gegenveranstaltung wohl nicht so gut besucht ist. Da ist die Luft auch raus bei den ganzen Berufsdemonstranten. Vielleicht ist auch das Sitzungsgeld ausgegangen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht fragen sich da auch einige, was sie da eigentlich machen. Ja, meistens natürlich nicht. Das ist dann ein Produkt dieser Bildungspolitik, aber darauf kommt. Ist am 1. einen Beitrag dazu leisten wird, die auf dem Platz zu verweisen, wo sie hingehören, nämlich raus aus der Verantwortung. Und wie nötig das ist, hat uns ja, viele von Ihnen kennen das ja, haben uns ja die offenen Worte gezeigt, wie da gedacht wird. Der magische Elfi-Handrick-Modus, weiß ich, ob Sie Elfi Handrick kennen. Elfi Handrick ist so eine Art, das ist eine Dame der SPD Brandenburg, das ist so eine Art, in der Bekanntheit jetzt schon so eine Art Greta für Arme, die sich also nicht entblödet hat, in die Kamera zu sagen, ich zitiere das mal, was so schön ist, für das Verständnis der SPD. Elfi Handrick meint also, Zitat, ich finde es nicht richtig, dass man die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich kann das gar nicht verstehen. Und selbst wenn sie Sorgen und Nöte haben, ist es noch kein Grund, auf die Straße zu laufen und Heil Hitler zu schreien. Wir fassen zusammen. Die Genossin findet es dumm. Zur Landtagswahl die AfD. Gegen diese Nazi-Neurose gibt es vielleicht was in der Apotheke, ich weiß es nicht. Aber es ist doch lächerlich,
wenn jetzt der Eindruck erweckt wird, man sei da irgendwie noch an den Menschen dran. Aber die SPD Brandenburg ist ja sowieso ein illustres Häufchen. Sie entsinnen sich vielleicht noch an die EU-Wahl, an den Kandidaten Simon Faut, das ist so der Felix Krull von Brandenburg. Partnerschaft erfunden, Wohnsitz erfunden, alles dumm gelaufen, als es rauskam. Solche Gestalten wollen politische Verantwortung übernehmen und dann merken wir, es geht gar nicht um Politik für die Menschen, sondern es geht nur noch um Pöstchen, es geht nur noch um Machterhalt und natürlich liegen die Nerven blank und das ist ja genau deren Problem. Das erkennen die teilweise selber in Brandenburg nicht. Es war Sigmar Gabriel, der plötzlich völlig überraschend festgestellt hat, man müsse sich wieder um die Mehrheitsgesellschaft kümmern. Aha. Was haben die denn dann die ganzen Jahre vorher gemacht? Offensichtlich das Gegenteil und das ist das Problem. Ihren Job richtig gemacht, dann gäbe es uns überhaupt nicht. Aber weil die Anständigen viel zu lange zu anständig waren, sind die Unanständigen jetzt oben. Den Zustand müssen wir korrigieren und das machen wir. Auch in Brandenburg, gerade in Brandenburg, das ist wichtig für unser Land, wenn wir die Zukunft unseres Landes ernst nehmen. Wenn wir Demokratie ernst nehmen und darum geht es der AfD auch. Wir haben viel zu viele Menschen haben den Glauben in die Politik verloren. Das sehen wir an den Nichtwählerzahlen. Wir haben bei der letzten Landtagswahl waren 48% nur wählen. Und das ist gefährlich für die Demokratie. Nicht die AfD ist gefährlich für die Demokratie. Im Gegenteil, die AfD ist der Defibrillator für diese am Boden liegende, entmerkelte Demokratie, die wir hier haben. Und das ist ja auch, wofür sich die AfD einsetzt. Wir wollen Recht und Gesetz nicht neu schaffen. Wir wollen das durchsetzen, was Recht und Gesetz ist und illegaler Grenzübertritt und die Beihilfe dazu. Warum hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das ist ja das Problem, das diese Politik hat, weil sie völlig minderheitenfixiert ist. Weg von den Sorgen, die die Mehrheitsbevölkerung, diese ganz normalen, langweiligen Menschen wie wir, haben. Aber damit beschäftigt sind, Stunden aufzuwenden, um darüber zu debattieren, wo man noch eine gendergerechte Toilette installieren kann für ein Mordsgeld, für das dritte Geschlecht oder alle anderen, die sich noch ausdenken. Das sind die Probleme, die die haben. Und dann wundert sich Elfi, dass es nichts wird mit der SPD in Brandenburg. Aber das ist ja auch gut so. Und es gibt Probleme, über die wird eben nur rumlamentiert, da wird nicht drüber gesprochen. Und dann schauen wir uns mal die Erfolgsbilanz von Rot-Rot an. Und die ist vernichtend. Das sind keine Thesen, die wir aufstellen. Das kann man abarbeiten an deren Koalitionsvertrag. Was ist denn gelungen? Beitragsfreie Kita. Kurz vor der Wahl hat man unter Schmerzen das letzte Jahr beitragsfrei gemacht. Und dann kam wieder so ein Politikersatz. Ja, wir sind auf einem guten Weg, sagen die dann immer. Das ist doch Unsinn. Wir schauen, vom BER rede ich gar nicht. Ja, BER, das ist ein Thema, ich glaube, es ist eine Frage des Selbstschutzes, dass man sich darüber nicht mehr aufregt. Aber es ist auch der Antwort auf die Frage, es ist kein Geld da. Es ist kein Geld da. Brandenburg leistet sich einen Parkplatz für 7.000 Millionen Euro. Und dann wird uns aber erzählt, es ist kein Geld da. Es ist kein Geld da für die Rentenangleichung Ost-West seit 30 Jahren. Da werde ich dann gefragt, was meinen Sie denn damit, die Wende vollenden? Diese Frage ist ein Schlag ins Gesicht für all die Rentner, die seit 30 Jahren darauf warten, dass so eine Rente angeglichen wird, weil die Preise, die wir hier haben, sind genauso wie im Westen. Das sind ja keine andere. Ich zahle ja für eine Tafel Schokolade auch nicht weniger, wenn ich in den Laden gehe. Das ist alles nicht gelungen. Und wir erleben, und das macht die Menschen im Osten sensibler. Die sind sensibler und feinfühliger, wenn es um die Einschränkung der Meinungsfreiheit geht. Und das ist die Situation, in der wir jetzt wieder sind. Dass sich viele Menschen überlegen, was sage ich wem? Was sage ich auf der Arbeit? Was sage ich meinen Kollegen, was sage ich im Verein, was sage ich am Küchentisch, damit die Kinder im Kindergarten nichts ausplappern. Das ist eine Situation, die wollten die Menschen im Osten nach der Wende nie wieder haben. Keiner hätte gedacht, dass es so schnell geht. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen das, was im Grundgesetz steht, wieder zur Geltung bringen und wir wollen das, was
die Beweggründe der Wende waren. Und das ist keine Ost-West-Frage, sondern es sind universelle Werte wie Meinungsfreiheit, wie politische Chancengleichheit. Die wollen wir wieder richtig herstellen. Die Altparteien haben sich diesen Staat zur Beute gemacht und beschäftigen sich mehr mit sich selber. Und dass die Menschen da nicht mehr Vertrauen finden, ist doch selbstverständlich. Die SPD kriegt es ja noch nicht mal hin, ihre Bundesspitze zu besetzen. Die werden demnächst Stellenanzeigen ausschreiben müssen. Den Job will keiner mehr machen. Ja, wer möchte schon eine Kapitänsruder übernehmen? Auf dem Schiff, das erstens längst gegen Riff gelaufen ist und zweitens gerade am Untergehen ist. Ja, da möchte keiner der Letzte sein wollen oder müssen, der dann auf der Brücke bleiben soll. Und das ist die Situation, die wir haben. Das ist nicht unser Verschulden, aber das soll uns auch nicht bekümmern. Was uns bekümmert, ist die Situation in unserem Land. Und unser Land hat sich verändert. Die Stimmung in unserem Land hat sich verändert in eine Richtung, wie wir sie nicht wollen. Für uns ist Brandenburg Heimat. Und Heimat ist ein Mensch. Und Heimat ist ein Menschenrecht. Und deshalb ist für die AfD Heimat nicht grundlegend nach der Genfer Konvention. Aber mir kann keiner erklären, warum diese Flucht dann durch drei sichere Drittstaaten erfolgen muss. Und dann geht es eben nicht mehr um die Sicherung des Lebens in Sicherheit, sondern geht es um die Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Und deshalb fordert die AfD ganz klar, wir wollen Sachleistungen statt Geldleistungen für sogenannte Flüchtlinge. Und dann werden wir mal sehen, wer dann noch da ist. Und jetzt hat es ja kurz vor den Wahlen, völlig überraschend, hat Horst Seehofer das Thema entdeckt. Und sagt also, er kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen, die angeblich geflüchtet sind aus Syrien und da verfolgt werden, dort Urlaub machen. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, aber das erzählen wir schon seit Jahren. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen, wenn letztes Jahr 17 Milliarden an Transferleistungen von sogenannten Flüchtlingen in ihre Ursprungsländer überwiesen wurde. Und das wird es in Zukunft nicht mehr geben mit der AfD. Dann gibt es Sachleistungen statt Geldleistungen. Dann wird es eben nichts mit der Eigentumswohnung in Damaskus auf unsere Kosten. Aber das ist auch nicht unser Auftrag. Und die Menschen, die berechtigten Anspruch auf Asyl haben, dafür sind wir offen. Wir sind auch offen für Fachkräfte. Kanadischem Vorbild, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das sind Menschen, die wir haben wollen und auch viele Menschen mit Migrationshintergrund gehören zu diesem Land. Die leben seit vielen Jahren hier, die haben sich integriert, die zahlen ihre Steuern, die anerkennen die deutsche Leitkultur. Auch diese Menschen sind ein Teil Deutschlands. Und dagegen kann kein Mensch was haben. Und es sind viele mit Migrationshintergrund, die auf mich zukommen und sagen, wir sehen das genauso wie ihr. Wir haben hier hart gearbeitet und wir wollen auch unseren Wohlstand sichern, auch den Wohlstand unserer Kinder. Und das muss man eben differenzieren. Und es ist natürlich falsch, wenn man sagt, die AfD ist ausländerfeindlich, ist hanebüchener Blödsinn. Aber was wir sind dezidiert inländerfreundlich. Und das ist doch aus dem Fokus der Politik geraten. Und da wird sich dann die ganze Zeit mit Linken oder der Grüne, ist ganz egal, schenkt sich ja nichts, habe ich mir vorhalten lassen, hätte ein heteronormatives Geschlechterbild. Muss ich kurz überlegen, was das heißt, heteronormatives Geschlechterbild. Also es heißt übersetzt, ich stehe auf Frauen. Ja. Aber wenn man das so hört, dachte ich mir, heteronormatives Geschlechterbild, vielleicht gehst du mal in die Apotheke, holst dir was dagegen, hört sich irgendwie schlimm an. Ja. Also da wird auch sprachlich unsere Normalität entnormalisiert. In einem Land, wo man sich genau überlegen muss, macht man, wenn man eine Bestellung aufgibt, sagt man, da steht dann noch tatsächlich in der Speisekarte Zigeunerschnitzel. Sagt man das jetzt?
Macht man noch ein Lagerfeuer im Garten, weil dann ist man ja eigentlich schon Klimanazi. Das ist eine Verkrampfung, die wir in diesem Land erlebt haben. Das merken viele aus dem Ausland. Die sagen, was ist bei euch in Deutschland los? Deutschland ist ja kein Vorbild mehr für ganz viele Nationen. Die lachen über uns. Die lachen uns aus und sagen, was macht ihr denn da? Wieso fahrt ihr denn euer Land so gegen die Wand? Wir deindustrialisieren uns gerade. Die Automobilindustrie liegt am Boden. Über 50.000 Arbeitsplätze werden auch im Westen verloren gehen. Und dann wird uns irgendein Unsinn als Zukunftstechnologie verkauft, wie zum Beispiel die Windkraft. Aktuell gibt es mehr Personalabbau in den Windkraftunternehmen, als wir in der Braunkohle je hatten. Und dann wird uns das als Zukunftsprojekt verkauft, nur weil die Debatte völlig aufgeheizt und emotional ist. Man kann ja über das Thema Klima gar nicht mehr vernünftig diskutieren. Ist ja völlig ideologisch besetzt inzwischen. Das Ganze wird natürlich noch mit Show-Effekten garniert. Immer wenn du denkst, schlimmer geht's nicht mehr, kommt von irgendwo die Greta her. Ja, ein kleines mondgesichtiges Mädchen mit Zöpfen fährt durch die Weltgeschichte. Klimasparend macht sie das natürlich aktuell mit diesem Schiff. Das hat man das durchgerechnet, hat festgestellt, es ist gar nicht so, die Ökobilanz ist vernichtend. Warum? Weil ihre ganze Entourage, die fliegt nämlich. Und das Boot muss auch wieder zurückkommen. Das ist alles nur Show für die Klimaideologen, die uns sagen, ihr müsst alles tun, was wir sagen. Esst kein Fleisch mehr, fliegt nicht mehr in Urlaub, fahrt keine Verbrennungsmotoren mehr. Die Grünen haben ja da auch schon Antworten für Brandenburg als Flächenland. Die sagen ja, wir müssen viel mehr in Fernfahrradwege investieren. Das stelle ich mir also in der Uckermark spannend vor, wenn die Menschen dann, die eine fünfköpfige Familie versorgen, mit diesem Lastenfahrrad da durch die Gegend fahren. Entschuldigung, wir entwickeln uns zurück auf ein Niveau, wie es teilweise in Indien noch Realität ist, aber nicht für eine Nation, die für sich in Anspruch genommen hat, das Land der Dichter und Denker zu sein, das Land der Ingenieure. Aber ich verspreche Ihnen, dieser grünen Hype, das geht ja bereits los, der wird sich widerlegen. Das ist momentan so ein quasi religiöser Fanatismus, da werden Ängste geschürt. Da werden blindwütig Ängste geschürt, das wird ja der AfD manchmal vorgeworfen. Falsch, das machen die Grünen, das macht auch das mondgesichtige Zopfmädchen. Die schüren Ängste, indem sie sagen, ihr müsst auch gar nicht mehr zur Schule gehen, weil wenn ihr jetzt nicht demonstriert, dann werdet ihr sowieso alle verbrennen. Das erinnert mich an eine Situation, die gab es schon mal im dunklen Mittelalter, aber die Offenbarung ist ja da. Es gibt auch Ablasshandel, den gibt es auch schon. Ja, wenn Sie einen Flug buchen, können Sie das ja CO2-neutral machen, müssen nur einen Aufschlag zahlen. Teil des Fluges damit Luft bestritten wird. Ich kann es nicht beurteilen. Das ist doch absurd und surreal geworden. Über so schlecht an. Aber es geht doch nur um eine zentrale Frage. Warum haben sie es nicht getan? Warum haben sie es nicht getan? Die waren doch 10 Jahre in der Regierung. Und jetzt werden da Forderungen aufgestellt, völlig blauäugig. Die werden dann nur noch getoppt von der Forderung der Spitzenkandidaten der Linken, Frau Danneberg, die mal gesagt hat, sie möchte allen Brandenburgern ein Frau Danneberg, die mal gesagt hat, sie möchte allen Feuerwehrhäuser gebaut wie vor den Wahlen. Das ist die Situation, die wir haben. Die Menschen fallen nicht mehr drauf rein. Es muss sich was verändern in diesem Land, für dieses Land, für unsere Kinder. Und jetzt machen wir es selber als AfD. Wir machen es selber. Und natürlich ist die Dynamik im Osten eine viel größere, weil die Wendeerfahrung für die Menschen, die damals auf der Straße waren, noch gegenwärtig ist. Die sagen, wir hatten das ein oder andere schon mal ähnlich. Natürlich setzen wir die Bundesrepublik nicht gleich mit der DDR. Das wäre falsch. Das wäre sachlich falsch. Aber wir erleben viele Dinge. Ich habe schon gesprochen über die Rentenangleichung. Einengung des Meinungskorridors, wo sich der ein oder andere doch wieder erinnert fühlt. Und wenn wir die Qualitätspresse anmachen und uns durch die Kanäle klicken, dann stellen wir auch fest, dass da teilweise, ich bin ganz vorsichtig, bin ja kein Apologet der Lügenpresse, aber der Lückenpresse, dass da teilweise eine Tendenzberichterstattung erfolgt. Ich meine, das DDR-Fernsehen war auch grauenhaft, aber es war wenigstens kostenlos. Ja, das haben wir ja nicht. Wir
Wir dürfen dieses betreute Denken der etablierten Medien auch noch bezahlen. Und deshalb wehrt sich die AfD ganz klar dagegen, dass wir sagen, ohne den grundgesetzlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage zu stellen, geht es darum, dieses System zu reformieren. Es geht darum, dieses System zu reformieren und davon wegzukommen, die Menschen zu zwingen, diese GEZ-Gebühren zu bezahlen. Und deshalb hat die AfD regelmäßig beantragt, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen. Das ist eine Sache, die können wir auf Landesebene machen. Wurde natürlich abgelehnt. Im Ablehnen sind die ja groß. Und das unterscheidet übrigens auch die AfD von anderen Parteien. Wenn wir im Landtag einen Antrag kriegen, dann interessiert mich nicht, wer den Antrag gestellt hat. Mich interessiert der Inhalt. Mir ist das egal, ob der von den Grünen kommt, von den Linken, von der CDU, von der SPD. Das Einzige, was ich bewerte, ist, ich lese mir das durch und dann denke ich mir, ist das gut für mein Land oder ist das schlecht für mein Land? Und danach entscheiden wir. Wir von der AfD können Anträge stellen, wie wir wollen. Die werden immer abgelehnt. Wir haben ja im Zuge der Familien- und Sozialpolitik, die uns sehr wichtig ist, viele konkrete Anträge schon eingebracht, was immer heißt, ja, die AfD, die sind immer nur dagegen und nicht dafür. Das ist falsch. Wir haben beantragt zum Beispiel die Einführung eines Landespflegegeldes, dass Angehörige von Menschen, die zu Hause gepflegt werden, eine finanzielle Unterstützung bekommen. Abgelehnt von Rot-Rot. Wir haben beantragt ein Familiendarlehen von 25.000 Euro, mit jedem Kind werden 5.000 Euro rückzahlungsfrei. Abgelehnt von Rot-Rot. Wir haben beantragt eine kostenlose BB-Erstausstattung für Brandenburger Familien, wenn die neue Kinder bekommen. Abgelehnt von Rot-Rot. Wir haben eingebracht eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Grunderwerbsteuer, um jungen Familien zu ermöglichen, Eigenheime zu erwerben, weil Eigenheime sind der beste Schutz vor Altersarmut. Abgelehnt von Rot-Rot. Das ist die Politik von Rot-Rot gegen die Menschen in diesem Land. Und deshalb freue ich mich darüber. Das ist das einzig erfolgreiche Projekt, an dem diese Champagner-Sozialisten derzeit arbeiten. Die Tendenz ist, prozentual einstellig zu werden. Ich bin völlig überzeugt. Die Politiker mit dieser Erfahrung, die die anderen haben. Da sage ich Ihnen eines zu. Wenn das Produkt, die haben wir gerade gehört, junge Lehrer, da sind Beamte dabei, da sind Pensionäre dabei, da sind Ärzte dabei, da sind Frauen dabei, Männer, Arbeiter aus allen Schichten. Es ist höchste Zeit, dass wieder normale Menschen in die Politik Einzug halten und diesen gesunden Menschenverstand, war ja auch immer das Motto der AfD, einziehen lassen. Das braucht diese Politik, das ist unser Beitrag als AfD, als Frischzellenkur für diesen verknöcherten Politbetrieb, dass am Schluss endlich wieder Lösungen rauskommen. Und da bringt es nichts, wenn sich die Landesregierung hinstellt und sagt, ja, zur Sicherung des ländlichen Raumes. Wir haben ja was getan, wir haben eine Enquete-Kommission einberufen, da kam der Bericht, also ein Buchdicke raus. Alles, was da drin steht, wissen wir. Da brauche ich keine Kommission einsetzen. Da brauche ich einfach nur 20 Kilometer in die falsche Richtung fahren und dann stehe ich im Land der zerstörten Bushaltestellen. Und da brauche ich auch keine Fachkommission einsetzen. Als die Hälfte der Menschen leben da immer noch. Und ich ärgere mich auch drüber, wenn es immer heißt, Berlin, Brandenburg, Burgstaben, jetzt gucken wir mal.
So wird da kein Schuh draus, von den Plänen, die die Grünen haben, ganz zu schweigen, zu glauben, man macht aus dem Tagebaugebiet wie der Lausitz Naherholungszentrum, flutet da, man lässt überall Wasser rein in die Gruben und dann werden von diesen 20.000 Menschen 15.000 Bademeister und 5.000 gucken auf Wölfe. Ja, das ist Blödsinn, das sind ideologische Wahnfantasien. Aber das ist keine Zukunft für unser Land. Wir wollen ein Land, das seine Identität wahrt, auch mit den Menschen, die zu uns kommen, aber nicht in beliebiger Art und Weise. Kein Mensch will das zu Hause machen, dass er sagt, kommt mal alle rein, die vor der Tür steht, ich fülle euch regelmäßig den Kühlschrank auf. Dann brauchen wir sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann aus dem eigenen Haus fliegt. Und genau die Situation haben wir jetzt. Wir müssen regeln, wer ist legal hier, wer ist illegal hier. Und es erfordert die AfD auch ganz klar zum Schutz unserer Bevölkerung. Wir erleben das ja, wenn wir diese vielen, diese täglichen Einzelfälle, merken wir ganz oft in den Biografien, dass Daniel ist schon ganz oft auffällig geworden. Das erfordern wir ganz klar, Kriminelle, ausreisepflichtige, sogenannte Flüchtlinge müssen inhaftiert werden. Und dann ist der einzige Fluglärm an diesem BER, über den ich mich freuen würde, der Lärm, den die Maschinen verursachen, diese Abschiebeflieger, die da landen und starten im Minutentakt. Bis wir wieder Ordnung geschaffen haben und bis auch die in Sicherheit hier sind, die sich integrieren wollen. Und eines ist auch klar, Integration ist die Bringschuld derer, die kommen. Integration bedeutet nicht, dass ich meiner Tochter sage, zieh dich mal nicht so locker an, damit sich keiner provoziert fühlt. Ich habe eine 17-jährige Tochter. Integration bedeutet nicht, dass wir Schweinefleisch von Kita-Speiseplänen streichen. Integration bedeutet nicht, dass wir keine Weihnachtsmärkte mehr machen, sondern Lichterfeste. Integration bedeutet nicht, dass unsere Kinder in der Schule Türkisch oder Arabisch lernen. Das alles ist nicht Integration, das ist Unterwerfung. Und wir sind nicht bereit, uns zu unterwerfen. Und natürlich steht die AfD auch für Religions- und Glaubensfreiheit. Wir wollen niemanden einschränken, seinen Glauben auszuüben. Aber wenn sich jetzt wie in Berlin-Tempelhof tausende Muslime treffen zum öffentlichen Gebet, dann ist das, da geht es nicht um freie Religionsausübung. Da geht es um eine politische Machtdemonstration, die damit stattfindet. Und das akzeptieren wir so nicht. Und ja, es gibt viele Muslime, die gehören zu Deutschland. Die haben sich integriert, sind rechtstreu, zahlen ihre Steuern. Es gibt türkischstämmige Zahnärzte in Neukölln, die ziehen weg, damit ihre Kinder vernünftig Deutsch lernen. All diese Menschen gehören zu unserem Land. Und nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland, wenn es allen Ernstes behauptet. Der hat im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst oder ist mutmaßlich in Brandenburg zur Schule gegangen. Sie haben das mitbekommen. Vorgestern kam das neue Bildungsranking raus. Brandenburg ist jetzt nochmal einen Platz abgerutscht. Vorletzter Platz im bundesweiten Vergleich. Ja, noch schlechter werden sie nur beurteilt. Noch schlechter ist es nur, wenn sie eine Bildungskolchose der Volksrepublik Bremen besucht haben. Ja, da ist es ganz am Ende. Und was wir brauchen, deshalb setzen wir uns auch in der Bildungspolitik als AfD dafür ein, wieder, es heißt immer so geschwollen Deutsch, klassische Kulturtechniken, lesen, schreiben, rechnen. Darum geht es, vernünftig in den Schulen was zu lernen. Und es geht nicht nur um Wissensvermittlung. Es geht auch wieder um Wertevermittlung. Es geht darum, sich auf das zu besinnen, was dieses Land groß gemacht hat. Auch aus der Tradition der preußischen Geschichte. Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Disziplin. All diese Dinge, die unser Land mal groß gemacht haben. Zu revitalisieren. Und das brauchen auch junge Menschen mehr. Als Arabischunterricht oder afrikanische Trommelkurse. Die brauchen sie nämlich nicht. Das macht sie nicht lebenstauglicher. Wenn dann später der Handwerker um die Ecke sagt, was soll ich denn mit dem, der kriegt ja keinen geraden deutschen Satz aufs Papier und weiß nicht, was ein Dreisatz ist. Da müssen wir uns stärken als Bildungsland. Für die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Und deshalb bitte ich Sie,
als Arabischunterricht oder afrikanische Trommelkurse. Die brauchen sie nämlich nicht. Das macht sie nicht lebenstauglicher. Wenn dann später der Handwerker um die Ecke sagt, was soll ich denn mit dem, der kriegt ja keinen geraden deutschen Satz aufs Papier und weiß nicht, was ein Dreisatz ist. Da müssen wir uns stärken als Bildungsland. Für die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Und deshalb bitte ich Sie. Als Arabischunterricht oder afrikanische Trommelkurse. Die brauchen sie nämlich nicht. Das macht sie nicht lebenstauglicher. Wenn dann später der Handwerker um die Ecke sagt, was soll ich denn mit dem, der kriegt ja keinen geraden deutschen Satz aufs Papier und weiß nicht, was ein Dreisatz ist. Da müssen wir uns stärken als Bildungsland. Für die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Und deshalb bitte ich Sie. Lieber Volker, lieber Peter als Direktkandidaten hier, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier in der Stadthalle in Plessa. Danke, dass ihr dieses starke politische Zeichen setzt. Schön, dass wir zusammen sind. Ich will eingangs ein wenig historisch werden. Keine Angst, das 20. Jahrhundert klammer ich aus, Andreas. Liebe Freunde, dieser gemeinsame Einlauf, den wir gerade genießen durften unter den Klängen von Preußens Gloria, hat mir richtig gut gefallen. Gerade deswegen ist es wichtig, solche Zeichen zu setzen, weil die Geschichte Preußens in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja doch sehr schlecht gemacht worden ist. Man sagt, Preußen wäre ein Obrigkeitsstaat gewesen, man sagt, Preußen wäre ein Kasernenstaat gewesen, mit Verweis auf die sicherlich nicht unbedeutende Größe der Armee, die Friedrich Wilhelm I. aufgebaut hat. Aber das, liebe Freunde, ist noch nicht mal die halbe Wahrheit. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Mark Brandenburg, aus der sich dann später Preußen entwickelte, nach dem Dreißigjährigen Krieg ein verwüstetes Land war. Über 50% der Bevölkerung waren stellenweise erschlagen worden, waren von Seuchen dahingerafft worden oder waren verhungert. Bodenschätze gab es nicht, auf denen man einen neuen Wohlstand ohne weiteres hätte aufbauen können. Ja, diese Mark Brandenburg wurde damals einer der östlichen Teile des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation als die wörtlich märkische Streusandbüchse bezeichnet. Der ein oder andere von euch hat diesen Begriff sicherlich schon mal
gehört. Und trotzdem erwuchs aus dieser märkischen Streusandbüchse innerhalb von wenigen Generationen eine europäische Großmacht namens Preußen, die die Geschicke Deutschlands und Europas nachhaltig mitgeprägt hat. Das, liebe Freunde, das ist das Verdienst der fleißigen Menschen. Das ist das Verdienst unserer Vorfahren und auf diese Leistung können wir heute noch berechtigt stolz sein. Ich möchte mich dafür bedanken, lieber Andreas, dass du diese geschichtliche Episode in trefflichen Worten im Vorwort des exzellenten Brandenburger Landtagswahlprogramms auch nochmal niedergeschrieben hast. Und dieses Wahlprogramm der AfD hier in Brandenburg, unserer Parteifreunde, lohnt wirklich der Lektüre. Und ich nehme an, dass ihr ein paar Exemplare noch hier habt, oder? Die man mitnehmen kann. Das ist so. Sehr gut. Also deckt euch ein, lest euch dieses tolle Programm durch und gebt es nach der Lektüre weiter, sodass es sich noch ein bisschen in den nächsten 2 Wochen bis zu den Wahlen verbreiten kann. Und dieses Vorwort, das Andreas Kalbitz verfasst hat, das weist zu Recht darauf hin, dass das, was die heutigen Politikdarsteller abliefern, eben eine Politik ist ohne etwas, was normalerweise eine Notwendigkeit ist, wenn man gute Politik für ein Land machen will, nämlich ohne historisches Tiefenbewusstsein, so habe ich das mal genannt. Und ich finde, und ich denke, wir finden das alle, dass es schön ist, dass es bald hier in Brandenburg einen Ministerpräsidenten geben wird, der nämlich dieses wunderbare Vorwort verfasst hat, der endlich wieder mit historischem tiefen Bewusstsein ein so hohes politisches Amt ausüben wird. Und das ist mein Freund Andreas Kalbitz. Liebe Freunde, verweilen wir noch ein wenig bei der Geschichte der Mark Brandenburg und Preußens. Der Aufstieg der Mark Brandenburg, der Aufstieg Preußens, ja, er war das Verdienst der kleinen Menschen, die die Ärmel hochgekrempelt haben und gearbeitet haben. Aber er war auch das Verdienst einiger hervorragender, tatkräftiger Herrschergestalten. Wir denken an den großen Kurfürsten, wir denken an Friedrich Wilhelm I., den sogenannten Soldatenkaiser. Wir denken natürlich an Friedrich, der nicht zu Unrecht den Beinamen der Große trägt. Nein, Friedrich der Große war kein lupenreiner Demokrat, denn die lupenreinen Demokraten waren damals in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf der ganzen Welt eher selten anzutreffen. Aber trotzdem, trotz dass er kein lupenreiner Demokrat war, hat er das Lebensniveau seiner Untertanen gehoben. Er hat die Wohlfahrt des Landes erhöht, er hat den kleinen Mann wohlständiger gemacht, er hat das Rechtswesen zivilisiert, kultiviert und ausgebaut. Er hat das Bildungsniveau der Menschen gefördert. Ja, liebe Freunde, er hat seinen Untertanen sicherlich auch das ein oder andere zugemutet, das ist richtig, aber er selbst, dieser Friedrich der Große, er selbst, er lebte Disziplin, er lebte Pünktlichkeit. Jetzt muss ich gerade Asche auf unser Haupt streuen, aber Andreas hat erzählt, es wäre ein schlimmer Unfall gewesen auf der Autobahn und deswegen sei uns das verziehen, dass wir etwas später angefangen haben. Er lebte Fortschrittlichkeit, er lebte Sparsamkeit, er lebte Genügsamkeit. Er lebte das, was er anderen abverlangte. Und das, was ich gerade aufgezählt habe, das sind die zentralen preußischen Tugenden. Mit diesen Tugenden, liebe Freunde, ist Preußen und ist Deutschland groß geworden. Mit diesen Tugenden, mit diesen preußischen Tugenden haben unsere Vorfahren nach dem letzten großen Krieg dieses zerstörte Land wieder aufgebaut. Für diese preußischen Tugenden wurden wir und werden wir immer noch, wenn auch mit abnehmender Tendenz, in der ganzen Welt bewundert. Heute ist es so, dass diese preußischen Tugenden im eigenen Land von den Meinungsführern der Kartellparteien und des medialen Establishments mies und lächerlich gemacht werden. Ich sage, das ist mir und das ist uns völlig egal. Wir wissen, dass wir nur mit preußischen Tugenden eine Zukunft haben für Brandenburg und eine Zukunft haben für Deutschland. Und deswegen sagen wir Ja zu den preußischen Tugenden. Deutschland braucht wieder mehr Preußen, liebe Freunde. Und ihr fangt hier an, Preußen in Brandenburg wieder zu leben.
Ich bin der erste Diener meines Staates, das sagte Friedrich der Große. Er war ein aufgeklärter, absoluter Herrscher und er lebte es, Diener zu sein. Der Betonabsolutist Ludwig der 14., König von Frankreich, der sagte, der Staat bin ich, l'État c'est moi. Und er lebte im Prunk und schaute herab auf seine Untertanen. In diesem Geist, im Geiste eines Ludwig des 14., soll mal Marie Antoinette, die Frau Ludwig des 16., ein Nachfahre Ludwig des 14., angesprochen auf den Hunger im Land, der durch den Mangel an Brot verursacht war, geantwortet haben, dann sollen die Leute doch Kuchen essen. Dann sollen die Leute doch Kuchen essen. Diese Gefühlskälte den eigenen Leuten gegenüber, diese ja als Zynismus zu bezeichnende Charakterschwäche, die war damals weit verbreitet, liebe Freunde. Und dieser Zynismus feiert leider gerade in Brandenburg und in ganz Deutschland wieder fröhliche Umstände. Ich zitiere jetzt mal einen Satz, den der ein oder andere von euch vielleicht in den letzten Tagen auch schon vernommen hat. Zitat. Ich finde es auch nicht richtig, dass man die Sorgen und Nöte der Menschen immer ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Zitat Ende, Elfi Handrick von der SPD Brandenburg. Ja, die Elfi Handrick hat sich deswegen wohl zu Recht den Namen Marie Antoinette der Gegenwart eingehandelt. Sie steht in meinen Augen pars pro toto für eine politische Klasse, die das eigene Volk nur noch als Störenfried ansieht und vielleicht auch deswegen so schnell wie möglich abschaffen will. Wir rufen Elfriede Handrick, wir rufen den anderen Deutschlandabschaffer in den Kartellparteien zu. Wir lassen uns nicht abschaffen. Wir sind hier angetreten, um unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie und unser Land zurückzuholen. Wir wollen eine Zukunft für Deutschland und wir werden sie auch gegen euren Willen durchsetzen. Sehr geehrte Frau Handrick, ich will Ihnen von hier und heute aus Plesser ein paar persönliche Bemerkungen zukommen lassen. Auch wenn Sie es vielleicht in Ihrer Altparteienblase noch nicht bemerkt haben, die Menschen in Deutschland haben Sorgen und sie haben Angst. Ja, es ist richtig. Noch sagt die Mehrheit der Deutschen in aktuellen Umfragen, dass sie relativ zufrieden sind mit ihrer Lebenssituation. Aber bereits jetzt sagen 70% in neuesten Untersuchungen, 70%, sogar mehr als 70%, sie haben Angst vor der Zukunft. Sie sorgen sich, sie spüren instinktiv, dass sich etwas zusammenbraut. Sie spüren und sie sehen die dunklen Wolken, die sich am Horizont allmählich aufbauen. Liebe Freunde, die Mutter des 8-jährigen Knaben, der im Frankfurter Hauptbahnhof vor den Augen seiner Mutter auf so brutale Art und Weise durch einen illegalen Zuwanderer ermordet worden ist, die hat wahrscheinlich keine Angst mehr. Und jede Mutter und jeder Vater im Saal weiß, was ich damit aussagen will. Aber immer mehr Menschen haben Angst, unter Führung zu passieren. Immer mehr Menschen haben Angst, Rolltreppen zu benutzen, aus Sorge davor, von hinten vielleicht einfach aus Jux und Dullerei hinuntergestoßen zu werden. Immer mehr Menschen haben Angst, auf einem Bahnsteig zu stehen, weil versuchte Bahnsteigmorde und vollendete Bahnsteigmorde in Deutschland eben keine Einzelfälle mehr sind, sondern signifikant in ihrer Anzahl seit 2015 zugenommen haben. Die Eltern der 2,5 Millionen Kinder, die in Deutschland in Armut leben, haben Angst davor, dass ihre Kinder niemals aus der Armutsfalle herauskommen. Die 750.000 Rentner im Land, die mittlerweile einen Minijob ausüben müssen, und zwar überwiegend nicht aus Freude an der Arbeit und weil sie weiterhin Kontakt mit Menschen haben wollen, sondern deswegen, weil mittlerweile die Konkurrenz beim Pfandflaschensammeln zu groß geworden ist und die Erträge zurückgegangen sind. Diese 750.000 Rentner, die haben Angst vor dem Monatsende, weil das Geld dann regelmäßig knapp wird. Tausende Schüler haben in Deutschland mittlerweile morgens Angst, wenn sie zur Schule gehen, weil sie systematisch gemobbt werden. Frauen haben Angst, sich mit ihren Freundinnen vielleicht abends nochmal in einer gemütlichen Sommernacht auf den örtlichen Marktplatz zu setzen, um ein Feierabendbier
oder die Frauen trinken, glaube ich, eher Wein oder einen Feierabendwein genießen zu können, weil sie dort von Machos belästigt werden. Und wenn nichts Schlimmeres passiert, ist das ein Glück, die eigentlich gar nicht hier sein dürften, die Sie, sehr geehrte Frau Handrick und Ihresgleichen, einfach so ohne Sinn und Verstand und ohne Grund ins Land gelassen haben. Und viele Menschen haben gerade in diesen Minuten Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil eine ideologisierte und hysterische politische Führung in Brandenburg und in Deutschland gerade dabei ist, unserer Wirtschaft das Genick zu brechen, liebe Freunde. Deutschland ist unter der Regierung der Kartellparteien zu einem riesigen Angstraum geworden. Und wir von der AfD, wir wollen, dass es endlich wieder ein Vertrauensraum wird. Liebe Freunde, 2 Wochen vor den wichtigen Wahlterminen hier in Brandenburg und bei unseren Nachbarn in Sachsen holzt, anders kann man es ja nicht bezeichnen, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie namens Dieter Kempf gegen die AfD. Die AfD und ihr Starken gefährde den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja, es wird schon wieder ein Sündenbock gesucht. Jeder, der sich ein bisschen mit ökonomischen Zusammenhängen auskennt, der weiß, dass hier etwas bevorsteht, das uns Sorge bereiten muss. Ja, dieser Dieter Kempf, das ist augenscheinlich ein Globalist. Der Dieter Kempf, so scheint es jedenfalls, will den freien Fluss von Waren, er will den freien Fluss von Kapital, er will den freien Fluss von Menschen. Staaten, die Demokratie ermöglichen, die auch Sozialräume sind und Grenzen, die stören dabei nur beim freien Fließen, das die Globalisierungsbefürworter wollen. Industrieleboisten wie Dieter Kempf geht es nicht um den kleinen Mann. Es geht ihnen nicht um den mittelständigen Unternehmer, der aus Verantwortungsgefühl für seine Mitarbeiter seine Produktion nicht mal eben gerade nach Fernost verlagert. Es geht diesen Menschen, es geht diesen Industrielobbyisten, es geht diesen Wirtschaftsführer, die im Augenblick in Deutschland das Sagen haben in diesen Positionen, nur um eins, um den maximalen schnellen Profit. Und auch Sie, Herr Kempf, sehr geehrter Herr Kempf, kriegen von mir und heute aus Plesser eine direkte Ansprache. Ihr persönliches Wirken und Unterlassen und das Wirken und Unterlassen Ihrer Vorgänger im Amt des Präsidenten des BDI haben unserem Land nicht nur in den letzten Monaten durch Ihr dümmliches Gerede, sondern in den letzten Jahren und Jahrzehnten schwersten Schaden zugefügt. Ihre Vorgänger, sehr geehrter Herr Kempf, waren es, die schon in den 60er Jahren massiv die unqualifizierte Einwanderung von sogenannten Gastarbeitern gefordert haben. Die Gastarbeiter wurden geworben, um das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen und dann die Löhne drücken zu können. Ja, kurzfristige Gewinne der Unternehmen waren die Folge. Aber die Gastarbeiter, das war ja nicht so organisiert wie in der DDR, wo die Gastarbeiter hier eine Ausbildung erhalten haben und nach 3 oder 5 Jahren zurück nach Algerien oder Mosambik geschickt worden, um dort Entwicklungshilfe zu machen. Die Gastarbeiter blieben und sie holten ihre Familie nach. Die Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme begann. Die Gewinne, die wurden privatisiert. Aber die Verluste in Billionenhöhe, so hat es Gunnar Heinsohn ausgerechnet, die wurden dem Staat, die wurden uns aufs Auge gedrückt. Und die Vorgänger von Herrn Kempf waren es, die in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, begannen im neoliberalen Ungeist Deutschland umzukrempeln und aus Deutschland ein Niedriglohnland zu machen. Heute ist Deutschland der größte Niedriglohnsektor der EU. Und der sogenannte verteilungsneutrale Spielraum, der bedeutet, dass die Produktivitätsgewinne einer Volkswirtschaft gleichmäßig auf Arbeitnehmer und Kapital verteilt werden. Der wurde immer wieder auf Ihren Druck hin, also nicht auf Ihren Druck persönlich, Herr Kempf, weil damals hatten Sie noch nichts zu sagen, aber Ihrer Vorgänger, in Richtung Kapital durchbrochen. Die Löhne waren niedrig, Hunderte von Milliarden konnten deswegen nicht in die Rentenkasse bezahlt werden. Ein Grund dafür, warum unsere Rentenkasse heute in einer schlimmen und schweren Schieflage ist.
Daran haben Sie, Herr Kempf, Ihresgleichen und Ihren Vorgänger einen gewaltigen Anteil. Ihre Vorgänger, Herr Kempf, waren es, die Hartz IV gefordert haben. Und als der Bundesfinanzminister Hans Eichel, interessanterweise ja von der SPD, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Hans Eichel, Anfang der 2000er Jahre den Verkauf von Unternehmensanteilen für Kapitalgesellschaften steuerfrei stellte, da hatten Sie und Ihresgleichen nichts anderes zu tun, um aus kurzfristigen Profitinteressen heraus so schnell wie möglich die Deutschland AG aufzulösen, die uns bis dahin vor den als unhuman, inhuman und zerstörerisch zu nennenden Spekulanten zu schützen. Und es war Franz Müntefering, der zu Recht von einer Heuschreckenplage gesprochen hat, die damals ins Land gelassen worden ist. Ihre Vorgänger, sehr geehrter Herr Kempf, haben auch nicht protestiert als die Frau im Kanzleramt, die, so meine Empfindung, und wenn ich Ihre Reden studiere, habe ich auch noch niemals einen Indiz dafür gefunden, dass sie auf irgendeinem Wissens- und Bildungsfundament steht, außer dem Machterwerb und Machterhalt. Da ist diese Frau tatsächlich exzellent. Das ist eine Frau, die augenscheinlich von nichts eine Ahnung hat, 2011 die nochmal beschleunigte Energiewende verkündete. Eine Energiewende gegen die Gesetze der Physik, die deswegen scheitern wird, die schon gescheitert ist. Und jeder Achtklässler, der mal einige Jahre Physik und Elektronik gehabt hat, der hat das als Grundwissen mit abgespeichert, das anscheinend Herrn Kempf völlig fehlt. Und was sagte Angela Merkel damals unter Sekundierung der hohen Wirtschaftskapitäne und der Wirtschaftslobbyisten in diesem Lande? Die Windkraft, die Solarkraft, die Solaranlagen, das wird der neue Wirtschafts- und Wachstumsmotor Deutschlands, das werden Exportschlager. Die Solarenergie ist schon lange die Bachgas runtergegangen in Deutschland und die Windenergiewirtschaft in Deutschland, die Windenergieproduzenten, Anlageproduzenten, die haben jetzt in der letzten Zeit gerade einmal 30.000 Arbeitsplätze abgebaut. Das konnte ja keiner wissen, Herr Kempf. Das konnte ja keiner wissen, dass Windräder so simpel konstruiert sind und zu bauen sind, dass sogar Staaten wie Kambodscha, Afghanistan oder Sierra Leone in der Lage sind, die Dinger zu bauen. Nur halt viel billiger. Oh, heilige Einfalt, möchte man sagen. Und Sie, sehr geehrter Herr Kempf, haben den Kartellparteien nicht den Marsch geblasen. Ich habe es jedenfalls nicht überhört. Und wenn ich es überhört haben sollte, dann entschuldige ich mich schon von diesem Rednerpult. Lassen Sie es mich wissen. Sie haben den Kartellparteien nicht den Marsch geblasen, als selbige den Krieg gegen den Diesel ausriefen. Einem Krieg, dem wir von der AfD den Krieg erklären. Wir kämpfen nämlich für den ländlichen Raum. Und dieser ländliche Raum wird ohne den Diesel ökonomisch und sozial veröden. Wir wissen das und wir werden das verhindern. Wir kämpfen unsere deutsche Automobilindustrie. Wir kämpfen um unsere Spitzentechnologie. Und deswegen sagen wir als AfD ohne Wenn und Aber Ja zum Diesel. Herr Kempf wusste anscheinend nicht, dass ein komplexer Verbrennungsmotor etwa 2500 Bauteile umfasst, die entwickelt, gefertigt und montiert werden müssen. Und das bedeutet eine lange Wertschöpfungskette, wohingegen ein Elektromotor lediglich 250 Bauteile umfasst und die Wertschöpfungskette selbstverständlich deswegen viel kleiner wird. 55.000 Arbeitsplätze sind jetzt allein in Bayern in der Zuliefererindustrie bedroht und einige tausend Arbeitsplätze in der Kernautomobilindustrie in Bayern kommen dazu. Und ich denke, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen noch viele alarmierende Zahlen vernehmen müssen, die in diese Richtung gehen. Ich sage Ihnen abschließend etwas, Herr Kempf. Sie sind ein Globalist und Sie mögen tatsächlich Profi sein in der kurzfristigen Profitmaximierung. Aber Sie haben ganz offenkundig von eins keine Ahnung, was man nämlich Volkswirtschaft nennt. Punkt. Und versteht mich bitte nicht falsch,
Ein Industrieland wie Deutschland braucht selbstverständlich Großkonzerne. Wir brauchen auch starke Banken. Die nächste Bankenkrise steht übrigens gerade vor der Haustür mit Auswirkungen, die die Lehman-Pleite wahrscheinlich noch bei weitem übertreffen wird. Eine moderne Automobilproduktion beispielsweise ist tatsächlich nur in Konzernstrukturen möglich. Aber Konzerne und deren Verbände, die brauchen in der Führungsetage wirkliche Kapitäne. Im Augenblick sehe ich in unseren Unternehmensspitzen und in den Spitzen der Lobbyverbände der deutschen Wirtschaft leider keine Kapitäne, ich sehe nur Leichtmatrosen. Und ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an eine andere Fehleinschätzung oder vielleicht war es ja auch eine gewollte Falschpositionierung, die die großen Wirtschaftslenker im Zusammenhang mit der totalen Grenzöffnung von Angela Merkel und Konsorten publizierten und artikulierten. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, ihr könnt euch noch gut erinnern. Sie bejubelten die große Grenzöffnung. Sie sagten, ja, Millionen Fachkräfte kommen jetzt ins Land und sie kündigten ein Jobwunder an. Über 2, vielleicht sogar 3 Millionen. Allein das ist ja ein Skandal, dass wir gar nicht mehr wissen, wie viele Menschen eigentlich in Deutschland unterwegs sind. So viele Illegale haben über die Grenze gemacht in Deutschland. Über 2 Millionen sind gekommen. Flüchtlinge, in Anführungszeichen. Goldstücke. Zumindest Fachkräfte. Etwas über 4.000 von 2 bis 3 Millionen, etwas über 4.000 arbeiten zurzeit in einem staatsnahen Unternehmen namens Post. Und warum dieses staatsnahe Unternehmen so viele Flüchtlinge aufgenommen hat, muss ich, glaube ich, jetzt nicht erklären. In den Paketzentren muss man nämlich auch kein Deutsch verstehen. Ja, und der Staat hat vielleicht auch noch ein besonderes Integrationsanliegen. Und die 30 größten deutschen Unternehmen, für die Herr Kempf ja in erster Linie spricht, haben genau 266 sogenannte Flüchtlinge fest eingestellt. 266. Wir wussten es und wir haben es damals schon gesagt, es kommen und es kamen Millionen Sozialhilfeempfänger, es kamen und es kommen und wer die Kriminalstatistiken der Länder und des Bundes einfach nur mal liest, der kann es schwarz auf weiß vorfinden. Es kamen Tausende, es kamen Zehntausende Kriminelle ins Land, aber in den Führungsetagen der deutschen Industrie wollte man davon nichts wissen. Wir haben gewarnt und wir sind nicht nur ausgelacht worden, wir sind angegriffen worden, wir sind verschrien worden als Ausländerfeinde, als Menschen, die kein Herz haben, aber wir wollten nur eins, wir wollten unseren Staat vor Überforderung schützen, wir wollten unseren Sozialstaat erhalten haben, so wie es das Grundgesetz vorschreibt. Wir wollten einfach nicht Minderheit im eigenen Land werden. Auf diesem Weg, liebe Freunde, sind wir im Augenblick. Auf diesem Weg sind wir leider im Augenblick und wer mit offenen Augen durch Dortmund, Duisburg oder Mannheim geht, der weiß, was die Altparteien, die Kartellparteien, die Altparteien, die dort schon etwas länger regieren, jetzt mit dem Osten vorhaben. Und wenn ihr nicht wollt, dass Cottbus oder Potsdam schon in wenigen Jahren so aussieht wie die von mir gerade genannten westdeutschen Städte, dann gibt es jetzt nur eine Möglichkeit, nämlich die Revolution mit dem Stimmzettel. Beide Stimmen für die AfD hier in Brandenburg am 1. September 2019. Liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Dieses Land braucht nicht nur eine neue politische Führung mit einem nicht nur gefühlten, sondern auch gelebten Dienstethos. Dieses Land braucht auch eine neue Wirtschaftsführung, die befreit vom neoliberalen Ungeist Unternehmertum, freies Unternehmertum und Verantwortung für diesen Staat und für unsere Vertrauensgemeinschaft wie selbstverständlich wieder zusammenbringt und zusammenlebt. Auch dafür, liebe Freunde, auch dafür kämpfen wir in Brandenburg. Ja, wir wollen den Neoliberalisierungswahl, der unsere Landschaften verödet hat und der unser Land hässlich gemacht hat, beenden. Wir wollen auch hier in Brandenburg und mit den Wahlen in Brandenburg wollen wir das unter Beweis stellen. Eine neue deutsche Volkswirtschaft, die den Geist des solidarischen Patriotismus lebt. Dafür kämpfen wir, liebe Freunde. Dafür lassen wir hier in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen die politische Sonne aufgehen. Wir werden sie dann über ganz Deutschland scheinen lassen. Wir holen uns
unsere Demokratie. Wir holen uns unser Land zurück. Es lebe Brandenburg. Es lebe unser deutsches Vaterland. Es lebe das wahre Europa. Glück auf! Beide Stimmen für die AfD. Vielen Dank, Björn Höcke.